Willkommen bei Rock the Biz, der Dokumentation über das neue Musikbusiness in Europa. Hier in den Studios von Radio Darmstadt hat vor 7 Jahren eigentlich alles angefangen mit der Sendung Local Heroes Radio, der Newcomer-Sendung. Wir haben Bands vorgestellt, die hauptsächlich mit Independent-Labels zusammenarbeiten oder ganz neue Wege im Musikbusiness gehen. Im Jahre 2008 bekamen wir die Idee, diese Bands zu porträtieren, da sie in den Mainstream-Medien eigentlich gar nicht präsent sind. Daraus entstand der Film Rock the Biz. Ihr werdet in 11 Kapiteln alles über das neue Musikbusiness erfahren, von der Krise bis hin zu wertvollen Tipps, wie man im Musikbusiness heute seinen Weg machen kann. Dies ist der Film Rock the Biz und wir wünschen euch viel Spaß damit. Die erste Frage, die wir behandeln wollen, ist die Frage nach der Krise im Musikbusiness. Wie kam es dazu und was haben vor allen Dingen die Major-Labels falsch gemacht? Wir haben viele Leute dazu interviewt und interessante verschiedenste Meinungen dazu gehört. Dieses Kapitel heißt Die Krise im Musikbusiness. Da wird immer nur relativ wenig gesehen. Und zwar heißt es da immer, ja, die Musikpiraten, die Downloads und so. Ja, gebe ich recht, ist sicherlich ein Faktor. Ein ganz anderer wesentlicher Faktor finde ich allerdings, dass sich zum einen die Entertainment-Branche in den letzten Jahrzehnten unglaublich weiterentwickelt hat. Ja? Und es ist nicht mehr so, dass die Leute sich abends hinsetzen und zusammen das Revolver-Album hören von den Beatles, sondern die Leute treffen sich abends, um Wii zu spielen. Oder World of Warcraft. Oder sie gucken sich eine DVD an. Gab es auch nicht in den 60er, 70ern. So, das ist, glaube ich, der wesentlichste Faktor, dass sich einfach andere Entertainment-Bereiche riesig entwickelt haben. Die Musik ist im Prinzip noch die gleiche. Erstmal gebe ich dir prinzipiell total recht, dass in den 80er, 90ern die Musikindustrie noch anders aufgestellt war und da schon eine sehr große Selektion stattgefunden hat, wer es überhaupt geschafft haben oder geschaffen konnte. Ein großer Aspekt ist natürlich durch das Internet und vor allen Dingen durch die technischen Möglichkeiten, heute Platten zu produzieren, dann hat eine ziemliche Demokratisierung, muss man ganz klar sagen, stattgefunden. Das heißt, heutzutage oder wo wir mit Ketka gestartet haben, konnte man mit einigermaßen Peilung und einem Rechner und so ein bisschen Einstellung und Willen die Platte aufnehmen. Das heißt, so eine Initialkosten von so, ich sage jetzt mal auch gleich mal so 30.000 Euro, damit es amtlich klingt, die ja dann immer der Major generös vorstreckt und wodurch natürlich auch immer so eine natürliche Selektion dann erstmal stattfindet, ist fällt weg. Du kannst Platten günstiger selber aufnehmen. Durchs Internet hatten gerade wir eine Möglichkeit, unfassbar schnell, unfassbar bekannt zu werden mit Ketka. Das war in den 80er, 90er auch nicht so. In the past, the major labels are too slow with taking actions, you know, like an independent is much quicker with heading up for new styles and things. And a major has to do with a lot of people in the business. They must ask everybody to, oh, is that okay? Can we do that? Is there a budget, you know? An independent can do things much quicker. And you see in the dance scene that the most independents are almost like majors for money concerns. You know? They make a lot of money, but the people who work there are thinking way different than a major label does. Because major labels only think about making money, which is good, of course. But they're losing the touch with the music. And the independent, I think they won that battle. Also ich glaube, die haben es einfach verpennt, die ganzen Entwicklungen, weil die wollten immer Geld mit CDs machen, die CDs wurden immer teurer und eigentlich bräuchte man heute fast keine CDs mehr. Der Markt ist so aufs Internet konzentriert und die haben es einfach verpennt. Ich sehe das eigentlich so objektiv als eine Verteilung oder eine Restrukturierung des Musikbusiness. Also es sind Leute, die Konzerte organisieren, verdienen eigentlich das Geld, was vielleicht weniger in Platten ausgegeben wird. It was basically when people realized that the money is going into the wrong hands. So it was there was a fault built into the system from the beginning. It was more like a mental change that came in a way from people being more and more aware of how the mediatization is working. We have got aware of how things are for real now, and this is I think was the big change. Ich bin mir nicht so sicher, ob es die letzten Wehen der traditionellen
Musik- und Filmindustrien sind, was wir gerade erleben, weil wir dürfen nicht vergessen, es sind sehr mächtige Industrien, sie haben sehr gute Kontakte in die Politik rein und es besteht tatsächlich die Gefahr, dass sie sich mit ihren absurden Forderungen wie Internetsperrungen für Urheberrechtsverletzungen, wie jetzt gerade in Frankreich beschlossen, also dass solche Sachen durchkommen. Gleichzeitig fordert man Netzzensur, man möchte am liebsten Pirate Bay und so weiter gar nicht mehr erreichbar haben. Und da sage ich ganz klar, also diese Partikularinteressen aus der Vergangenheit sind auf keinen Fall höherwertiger bezeichnen als unsere Grund- und Freiheitsrechte, die wir im Netz haben. Und die Offenheit des Netzes ist für eine digitale Gesellschaft viel wichtiger als der Erhalt von alten Geschäftsmodellen, die sich überlebt haben. Ich denke, viele Leute, die illegal downloaden, die hätten von vornherein nicht die Lust, das Geld oder Sonstiges gehabt, sich die Lieder, die sie runterladen, auch unbedingt zu kaufen. Ich denke, dadurch, dass man downloaden kann, wird Musik mehr gehört. Es gab ja vor 10, 15 Jahren mal diese Heinz-Rudolf-Kunze-Geschichte, dass der halt sich für so eine Art Quote eingesetzt hat und dann also gerade von der Lobby, sage ich mal, von der Musiklobby dann halt in die rechte Ecke gedrückt wurde. Obwohl die Idee dahinter war, dass sich eben im Kulturbereich, im Musikkulturbereich hier mehr das, was wir hier in diesem Land produzieren, darstellen kann, dass das hier mehr und mehr fehlt. Dass es zum Beispiel in Frankreich völlig normal ist, dass zum Beispiel 85% aller Musik, die im Radio gespielt wird, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie von französischen Bands sein muss oder französischen Künstlern oder ob sogar französischsprachig sein muss, das wäre in Deutschland unmöglich. Das liegt daran, dass die Majors natürlich versuchen, ihre Musik durchzudrücken und das ist eben in der Regel keine deutsche Musik, das ist Musik, die vom Ausland kommt. Das sind alles so sehr, wie ich schon sagte, es ist nicht monokausal, es gibt tausend Gründe wahrscheinlich, aber all das zusammen macht es eben einfach ein bisschen schwierig im Moment, hier auch Platten zu verkaufen. Es gibt da zumindest im Augenblick keinen Musikbiss. So, dieses eine Business, so, wo sich dann irgendwie so eine Handvoll Firmen den weltweiten Markt aufteilen und wenn man da mitspielen will als Musiker, dann muss man da halt auf die Knie gehen und bitten, dass man irgendwie einen Vertrag bekommt zu wahrscheinlich äußerst schlechten Bedingungen, ne? Wie das halt immer so ist, wenn andere Leute den Daumen drauf halten können, sondern dass im Augenblick so eine Art Vakuum entstanden ist, weil das alte Musikbiss halt mit dieser neuen Welt, dieser neuen virtuellen Welt, die auf dem Grundsatz des Kopierens aufbaut, mit diesem Grundgedanken, alles ist eine Kopie, funktionieren die alten Geschäftsmodelle nicht mehr. Also meiner Meinung nach ist viel zu lange aus Scheiße Gold gemacht worden so und den Leuten wurde irgendwie Dreck an den Hals irgendwie verkauft so. Und ich meine, es gibt mehr Bands denn je, mehr Konzerte, mehr Tonträger und ich frage mich halt einfach so, ja, ob die Leute einfach vielleicht auch mal genug von dem Scheiß haben. Dass die Major-Labels einen Großteil zur Krise selbst beigetragen haben, dürfte nun ersichtlich sein. Zumal Independent-Labels gerade das oft verteufelte Internet selbst sehr kreativ genutzt haben. Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2008 belegen, dass die kritische Grenze der 10.000 verkauften Alben für Künstler mittlerweile sich halb-halb aufteilt. Das heißt, eine Hälfte wurde von den Major-Labels gesigned, die andere von Independent-Labels. Independent-Labels dürfen sich also nicht mehr verstecken. Sie können ganz offensiv nach vorne treten mit ihren Strategien. Was allerdings nun besser ist, ein Major-Label oder ein Independent-Label, das soll die Frage sein, die wir im folgenden Kapitel behandeln. Indie versus Major. Ja, mittlerweile kann man eigentlich fast sagen, Independent-Label hat eigentlich nur noch Vorteile. Früher war es ja so, dass man sagen konnte, Independent-Label hat einen entscheidenden Nachteil, die haben nämlich keine Kohle. Nur wenn man sich das heute anschaut, also dass du auch beim großen Label in Anführungsstrichen, wenn du überhaupt eine Chance hast, da ranzukommen, dass du auch da eigentlich kaum die Chance hast, Geld zu bekommen, ich sage mal, im Sinne von Vorschuss geht sowas immer noch. Das ist natürlich voll zurückzahlbar und du bist dann oft in den Schulden, jahrelang. Ich glaube, Independent bietet eigentlich ausschließlich Vorteile. Ein richtig zündender Nachteil fällt mir nicht ein. Du behältst die Kontrolle über das, was du machst. Du behältst die Rechte an deinen Sachen in der Regel. Du behältst halt den Überblick, auf gut Deutsch gesagt. Sobald du zum Major-Label gehst, ist das eben in der Regel weg, weil du irgendwie dich da, ich will nicht sagen deine Seele verkaufst, aber du musst dich halt als Künstler schon über relativ lange Zeit binden.
Und das kann natürlich gravierende Nachteile haben, dass du dich nicht mehr so selbst verwirklichen kannst, wie du das gerne möchtest. Also wenn ich mir überlege, ich wäre Künstler, gehe zum Indie-Label und die sagen halt, du kannst im Prinzip machen, was du willst. Du beteiligst dich ein bisschen an den Druckkosten, an der Pressung für die CD. Du beteiligst dich ein bisschen an dem... an der Promo-Geschichte, an der Werbungsgeschichte. Du musst ein paar Anzeigen schalten vielleicht mal. Da musst du ein bisschen mit bezahlen und so. Dann hat das den Vorteil, du bleibst frei, du bleibst selbstständig und musst nicht deine künstlerische Seele verkaufen. Also hat es eigentlich heute fast nur Vorteile. We started out with an independent label. And they were actually doing, it was Dead Frog Records, they were doing a good job and managed to create some buzz. And in the end, this buzz led to a connection to a manager that had been the former head of publishing on EMI for 15 years in Sweden. A real, big shot, so to say, but also a real dinosaur. Well, and when things started to go better and better, also overseas, we got some really... strong interest from 10-15 indie labels in the States, like Indie and just below, like Minty Fresh and those. So it was like, and actually they were really, really cool as well. They said stuff like, yeah, okay, but hey, we don't need to work exclusively. I mean, but please tell us, we would like to help you out somehow. But this manager guy, he was so blindly looking for a major deal that he was like, no, not really interesting, actually, not really interesting. So, and we were, then we had decided that, okay, this is, just leave it for him. We have to trust him because otherwise it doesn't make sense. So let's just stay with our concept, so to say. And then we did. And in the end, we got stuck in this, we got stuck with the lawyers not calling us back, basically, not doing what they said they were gonna do. And you know, when there are so many layers that you're, okay, we need to fix this layer to make this layer work so that this person can actually call this person that he said he was going to do, so that this person can actually listen to the CD and tell us if we can go on our next showcase tour so that he can come and listen. You know, all these, like, you have so many steps that it's like a joke, and you just really start to wonder about how is this possible? How could we end up like this? So it killed the energy. I think it's... because the contact is really different. The guys are in a real passion, and they're, for example, our label manager is really with us in the project, song by song, sound by sound, and for the design art, and is really with us. It's totally different on a major, because they sold music, but they could sold peanuts as well. So, und wir schaffen uns unsere eigenen Jobs eigentlich so, weißt du. Und es hat auch irgendwie alles auf einer Basis, sag ich mal so. Also der die Musik herstellt, so, der ist auf einer Basis mit dem Typen, der halt auch das Merchandise verkauft. So, weil alle Jobs sind genauso wichtig wie alle anderen. So, also es ist irgendwie nicht nach oben buckeln, nach unten treten so. Also es muss halt echt, wie gesagt, Augenhöhe. Das berühmte Wort, was ich schon ein paar Mal gesagt habe. Yeah. Hier, I think that... with a major company, you're in a position where lots of money is being gambled on very, very, very few artists. Very few artists. So, like in the UK, you might get a big record label, and they're only really pushing 4 acts a year, where they're actually putting money behind it. And if you think about what are the chances of getting a major label deal to start with, and then you add to that, what's the chances of you being one of those 4 acts that they actually put money behind? It's like minimal, completely minimal. Muss ich sagen, ich habe unter anderem im Major-Bereich auch Leute kennengelernt, die mit einem solchen Herzblut, also das sind namentlich dann A&Rs oder Produktmanager, die mit solchen Herzblut und mit einer Leidenschaft an das Produkt, wie es ja auch independent auch dann auch Produkt ist, rangehen und das unbedingt wollen, dass der Künstler von seiner Musik leben kann. Und die sind wirklich mit einem Eifer dabei, dass ich da nur meinen Hut vorziehen kann. Das habe ich bei Independent Labels, aber auch bei Major Labels erlebt. Aber der ganz große Unterschied, den ich noch zwischen Independent Label und Major Label sehe, und der, wie ich eben schon sagte, ein bisschen abgeschwächt ist in den letzten Jahren, ist, dass
der Grad des Einflusses auf dem Independent-Label wohl offensichtlich doch immer noch größer ist für den Künstler. Neben der Zusammenarbeit mit einem Label gibt es die Möglichkeit, als Band sich selbst zu vertreiben. Das sogenannte Self-Release-Prinzip oder DIY, Do-It-Yourself. Ein Gedanke, der in den 80er Jahren aus der Punk- und Hardcore-Bewegung entstanden ist. Worauf es ankommt beim Self-Release, worauf man achten muss und wie viel schwere und harte Arbeit dahinter steckt, wollen wir im folgenden Kapitel Self-Release behandeln. Es gab sicherlich mal eine glorreiche Zeit der 80er, wo Künstler tatsächlich vielleicht mit so einer Anspruchshaltung an die Sache rangehen konnten. So, ich habe hier Songs in meinem Keller aufgenommen, die sind ganz gut, dann habe ich ein gutes Demo aufgenommen, dann werde ich gesigned und danach mit Hilfe von Management und Produktmanagern und A&Rs läuft die Sache und ich mache nur noch Songs und muss mich umsonst auch nichts kümmern. Also dieser große Rock'n'Roll-Traum. Wenn man jetzt zum Beispiel so eine Band wie Oasis fragen würde, die würden das sogar tatsächlich unterschreiben. Aber das ist so der weiße Rabe. Das gibt es nicht mehr. Diese Zeiten sind restlos vorbei. Man kann als Künstler heutzutage nicht mehr sich nur um die Musik kümmern. Das ist völlig illusorisch. Gibt es einfach auch zu viele Bands, die auch sehr, sehr, sehr bemüht sind um ihre Fans und ihre Leute. Also wir im Grand Hotel haben zum Beispiel, das ist nur so ein kleines Beispiel, wir kriegen ja pro Woche Dutzende von Demos auf den Tisch. Und wenn aber eine Band noch nicht mal eine MySpace-Seite hat, dann gibt es diese Band für uns nicht. Also wenn jemand es schafft, eine MySpace-Seite zu machen, der braucht sich auch nicht bei uns bewerben. Weil wie wenig Einsatz will er denn zeigen, wenn er dann gesigned ist und wenn er noch so genial ist. So funktioniert das einfach nicht mehr. Das Musikbusiness 2009 ist so aufgebaut, dass hunderte von Bands um die Fans kreisen und jeder dieser Bands macht und tut und macht und tut, um seine Fans zu halten. Und dann entscheidet natürlich sehr, sehr viel Talent. Und auch wenn der Künstler noch so viel Talent hat. Ich habe so viele Künstler erlebt in den letzten, seit es das Label gibt, in den letzten 6 Jahren, 7 Jahren, die so viel Talent hatten, aber die einfach auch nicht genug gemacht haben, um das Talent halt quasi in Wege zu kanalisieren, wodurch sie hätten halt bekannter werden können, wodurch sie dann halt nicht ständig Nudeln mit Senf essen müssen, sondern wirklich von der Musik leben können. Da habe ich einige abschmieren sehen, das tut mir dann leid, aber es gehört halt mehr dazu. You don't need a label to sort of get yourself going, you can do the groundwork yourself via the internet. Yeah. And then whether you get picked up then by an independent, or whether you then, through by doing that, get some funds yourself to release a record, it's an easier stepping stone now rather than having a big label with a load of money to do it. That's what we did, isn't it? We did it for like 2 years, just did everything ourselves, you know what I mean? Just went out, did loads of gigs, we built up our following and we're having hits and people selling out gigs a year before we even had a label, you know, before anybody approached us, you know, so I suppose, in a weird way, we're not to sound arrogant or anything, we're proof that it can work. Do you know, you can actually do it, you know, because we have. We were gigging all over the world without actually having a record deal, all because of the internet and people all over the world being able to listen to your music. Auf jeden Fall ist das viel, viel mehr Arbeit. Also fast das Ganze rundherum ist fast manchmal mehr Arbeit als die Musik selbst, was ich wirklich erschreckend finde. Und manchmal ist man dann auch wirklich kaputt und denkt, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich will einfach nur die Musik machen und auf der Bühne stehen und das machen, warum ich hier bin. Aber das Ganze rundherum braucht wirklich genauso viel Arbeit und so viel Zeit. Frage, aber ich glaube, dass man heute unbedingt selbst Hand an der Sache, also dass man schon Bookers kontaktieren möchte, verschiedene Plattformen, wo man auch was zahlen muss, dass man auf dem Internet präsent ist. Denn es ist ja so, es gibt so viele Bands, dass auch wenn irgendwer ein MySpace hat, dass das nicht unbedingt jetzt zum Vorschein kommt. Da muss man schon versuchen zu spielen, spielen im Ausland, spielen wo auch immer, spielen, 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 ist da das Zauberwort und auch eben interessante Konzerte über Bookers bekommen und der Rest geschieht dann oder es geschieht nicht. Es hängt davon ab, wie ernst man es nimmt oder wie wichtig es einem ist, glaube ich. Like within On the Gear, we also had like we decided on a how to divide the different tasks and George has always been the
internet guy. He has his translation job where he can like, and he's like a specialist. He's so good at this micro time thing, you know, where he can like, okay, I have 5 minutes here. I'm just gonna do this, and then he does it, and he's super on keeping track which people he's connected to and who he emailed and so on. And Louis, he has the whole design section with the clothes and so on, and are keeping busy with that. And then I'm like the one who ties the whole music production together. Also der Künstler ist in seiner Grundnatur, wie du schon sagst, Künstler, ist nicht sehr Betriebswirtschaftler, er ist auch nicht zwangsweise der große Organisator, muss es aber in diesem neuen Zeitalter quasi werden, wenn er diese ganzen Funktionen für sich übernehmen will. Früher hat das der Manager bzw. das Label für ihn getan. Diese Freiheit kommt natürlich in einer gewissen Form damit, dass er diese Aufgabe übernehmen muss. So ein bisschen wie bei einem Friseur und bei einem Metzger, der eigentlich auch Friseur oder Metzger ist und auf einmal jetzt die Organisation übernehmen muss, betriebswirtschaftliche Dinge erklären muss, muss für den Steuerberater sich mit dem auseinandersetzen. Und der Musiker muss das wollen. Er muss auch die Vorteile für sich daran sehen, zu sagen, ich kann das selbst bestimmen. Was ja nicht heißt, dass er das zukünftig alles selber machen muss. Aber er hat die Möglichkeiten zu entscheiden, wie er es gerne hätte, weil er von seiner Durchsetzungskraft einen viel größeren Hebel hat. I think certainly if you're doing music which isn't mainstream, or even if it is mainstream, actually, it doesn't really matter. You should never sort of aim to be getting a label deal. That's not really the point. As soon as you stop thinking about getting a major label, then it's possible that they start to come out of the woodwork and start looking for you because you're doing your own thing and you're concentrating on making it work. And, you know, there are only people who work at these companies, so they need to see that what you're doing works, before they put loads of money behind it and work on it themselves. So I think ultimately if you can show them that what you're doing works, then they become interested. Wenn man nur da steht und nur Gitarre spielt, das ist also nicht nur nicht zeitgemäß, sondern nach meinen persönlichen Forschungen war es auch in der Vergangenheit nie so. Beispielsweise, mir fallen gerade ein, Mick Jagger hat BWL studiert, der ist Diplom-Kaufmann, der Mensch. Der rockt trotzdem auf der Bühne voll los, der hat trotzdem irgendwelche Drogen- und Frauengeschichten in den Medien gehabt und so, aber studierter BWLer. Mick Jagger macht zum großen Teil sein Marketing selber. Ja, der unterhält sich ganz genau, weil der seine Kundschaft am besten kennt. Gene Simmons von Kiss hat die Band, wenn du so willst, nicht ganz im Alleingang aufgebaut, da waren noch mehr Manager beteiligt, aber er hatte immer das Ruder in der Hand, ja. Herbert Grönemeyer beispielsweise ist auch so ein Typ, der hat mal eine Weile lang Jura studiert und ich weiß, dass er unter seinen ersten Plattenvertrag drunter geschrieben hat, das hat er mal in einem Interview erzählt, ich habe immer das letzte Wort. Und dann hat er den Vertrag unterschrieben, ohne ihn so genau gelesen zu haben, sagt er zumindest. Das ist eine geile Story natürlich. Aber ich habe immer das letzte Wort, sagt der Künstler zu seiner Plattenfirma. Ja? Und Grönemeyer ist einer, der hat es also sowas von geschafft. Unfassbar. Und diese Erfahrung, die ich gerade in 3 Beispielen genannt habe, habe ich auch mit allen anderen erfolgreichen Künstlern gemacht. Beispielsweise war ich mal Produktmanager bei der BMG und mit vielen Newcomer-Künstlern kommt man schnell in so ein Gespräch rein, das dann sehr künstlerisch wird. Ja? Ah, hast du schon den neuen Beat gehört? Wie machen wir das hier? Meinst du, hier ist 1 Minute zu viel Musik drin? Oder sowas, ja. Dann habe ich mit DJ Bobo telefoniert und Bobo sagt, jo, hallo, ich grüße dich und so. Ich habe hier gerade mal eine Excel-Tabelle aufgerissen. Wie wollen wir das denn machen? Rentiert sich das? Können wir das durchrechnen? Habe ich gesagt, der Typ ist Musikproduzent? Ja, super. Also mit dem konnte ich sofort reden. Der war sofort drauf. Und DJ Bobo ist mega erfolgreich. Dann gibt es Möglichkeiten wie Sell a Band, dass man halt quasi die Fan-Community oder die Fanbasis die nächste Produktion mitbezahlen lässt. Das ist eine dritte Säule. Eine vierte Säule kann sein, an Werbung zu lizenzieren oder andere kommerzielle Sachen. Und eine fünfte Säule kann sein, Merchandising zu verkaufen. Also man sollte versuchen, so die ganze Klaviatur zu spielen. Also ich finde generell, dass aktive Vermarktung eines Künstlers unglaublich wichtig ist für die Zukunft, genauso wie auch in der Vergangenheit. Eine Band oder auch ein Künstler allein kann ja auch im Endeffekt als Unternehmung gesehen werden. Man muss täglich an sich arbeiten, man muss an seinen Vertriebswegen arbeiten, man muss an seiner Kommunikation arbeiten. Also ich glaube, es ist schwer als Künstler nur noch Musik machen zu können. Im Endeffekt muss man aktiv werden, man muss für sich selbst einstehen, man muss sich selbst kommunizieren können. Es ist wichtig, gute Partner zu haben, ganz klar. Und es ist auch wichtig, professionelle Partner zu haben. Aber noch viel wichtiger ist es, selbst zu wissen, was man kann und wie man es machen kann.
Wie man bereits im Kapitel Self-Release erkennen konnte, spielen die neuen Medien eine richtig wichtige Rolle. Was kann man falsch machen im Internet? Worauf muss man achten? Welche Portale soll man wie bedienen? Dies ist die Frage, die wir im Kapitel Neue Medien behandeln werden. People, internet servers, they choose what is cool, what is not cool. Now it's the people that can choose, not the producer and other guys that only decide what is good for you or what is not good. Ja, es gibt halt diese üblichen Mechanismen, die man bedient. Das ist dieser MySpace, diese MySpace-Geschichte, was ich auch im Prinzip nicht ablehne, aber es ist halt auch, wenn es jeder macht, dann das ist halt so eine etwas schwierige Sache. Man darf es nicht überbewerten. Es gibt also tatsächlich Bands, die glauben, weil sie 10.000 Klicks haben oder 12.000 Klicks haben, müssen sie auch CDs in Bereichen verkaufen, wo man es halt wirklich dann auch im Bankkonto sieht. Das stimmt natürlich so nicht. Ein Kollege von mir hat immer gesagt, das wäre ungefähr so, wenn du an der Anzahl der Erektionen die Geburtenrate hochrechnen würdest. Das ist ähnlich witzlos. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier online vergisst Print, vergisst TV. Es geht immer noch darum, dass sich heutzutage Bands darüber bewusst sein sollen, dass es natürlich auch andere Medien gibt, logischerweise, und dass man sich auch mit diesen kurz schließen sollte und nicht allein auf das Internet setzt. Ich würde sagen, dass das Internet eher ein Einstiegsmedium ist und man versuchen sollte, darüber sich erstmal zu positionieren, zu platzieren, vielleicht auch zu reflektieren, wie man überhaupt angenommen wird, um Rückschlüsse zu ziehen, wie ich mich als Band bzw. sogar auch als Marke dann auch über das Netz hinaus, auch auf der Live-Ebene und in anderen Medien gesehen haben möchte. But you can also be smart and think about, hey, if I want to give my record extra attention, and which portal is important, like Beatport is one of the biggest dance portals in the world. You can say, hey, wait a minute, I can give exclusively to Beatport, make a deal with them that they give more attention to my release, and give them 4 weeks exclusive your release. Which means you're gonna sell a lot of Beatport. You get higher in their charts, which get attention from promoters and stuff you want, you know. And the people will see your name more because you're higher in the charts, because you're only selling on Beatport. And when you're selling all at once on all the portals, you have the danger that the people choose the wrong portal, and then the sales will be lower and attention will be less. Not that your record is less good, but you know, the attention is less. Das ist ziemlich eindeutig. Chancen sind natürlich durch die Verbreitung, MySpace oder so, ist eine Riesenchance für Musiker. Wobei man das ein bisschen entwerten muss heutzutage, weil da extrem viele Bands sind. Dadurch ist es zwar eine Chance, aber da sind auch sehr viele andere, die diese Chance erkannt haben. Also diese Verbreitung, Newsletter rausschicken, ja, was früher nicht möglich war, ist eine riesige Chance. Demnächst wird wahrscheinlich noch eine bessere Anbindung zu Mobile-Geräten dazukommen. Und wenn dann jeder in 10 Jahren so einen mobilen Browser hat, so wie beim iPhone oder so, ähnliche Geräte, das ist natürlich ein Hammer für Bands. Können sie rausschicken, heute Abend Konzert oder irgendeine Aktion kommt her und so. Das sind die Chancen. Die Gefahren, ganz klar, ist die Piraterie. Man ist heutzutage als junge Band schon fast gezwungen, kostenlose Musik zumindest zum Hören anzubieten. Das war früher nicht der Fall, also zumindest nicht in der Form. Da musste man in den Plattenladen gehen und sich das kurz anhören. Wer das heute nicht macht, wer keine kostenlose Musik im Internet zur Verfügung stellt, zumindest zum Anhören, 1-2 Songs oder so, ist eigentlich verloren. Und das ist auch schon die Gefahr. Man muss sozusagen Musik verschenken. Und das ist für junge Bands natürlich viel schwieriger als für Radiohead oder Coldplay, die das ja auch machen, die auch Musik verschenken, oder Nine Inch Nails. Und das sind also die Chancen und Gefahren, meiner Meinung nach. Also wir setzen auf das neue Medium in erster Linie, um halt allen Musikern halt eine bessere Möglichkeit zu geben, eine unkompliziertere Möglichkeit halt mit ihrer Musik weltweit umgehen zu können, also besser den Fan erreichen zu können halt über Verkäufe, über Profile, über Artist-Tours, die wir auch anbieten. Das ist, sage ich mal, eigentlich so unser Ziel, auch die Vorzüge des Internets für die Musikindustrie herauszustellen und halt nicht nur das Internet als Teufel sozusagen zu sehen, der eben verantwortlich ist für den Zusammenbruch der Industrie an sich so. There's so many of them social networking things that actually are a good vehicle for music as well, you know, and you just get in, like Danny says, you just get told about them and you get on it and, you know, you start putting your name on there, like the Facebook thing. You just make it, you know,
become a fan of the Whip, and next thing you know, you got however many thousands of fans, you know, if people like it, which is, you know, it's all, we use it all, you know, we use everything, because you've got to, you know, you've got to these days. Spotify. Yeah, we just, you know, we've recently been to Spotify, and it turns out our stuff's on there because the label have pushed it and people have got our stuff on Spotify. But I've just recently started having a mess around with that, and it's great because, you know, you can sit at home, you know, you never download anything, so you're not really breaking any copyright laws because you're not illegally downloading it, but you can listen to as much music as you want. It's a great way of just sitting there and, like, you know, it's like almost, you know, it's like having an internet radio station, but you choose the playlist. You can just choose whatever you want to listen to. It's great. MySpace, Facebook, Reverb Nation, ja. Es gibt auch so Plattformen, wo man sich einfach einschreiben kann und man hat irgendwie eine Pauschale und bla bla bla. Und das bringt eigentlich gar nichts, weil das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich bemerkbar macht, dass man dahinter bleibt, dass man damit arbeitet. Und man kann nicht mit 20 Plattformen gleichzeitig arbeiten, muss man sich schon konzentrieren und da ein Network aufbauen. Ja, ich glaube, dass MySpace schon ein bisschen über Zenit ist, aber trotzdem auch ein Must ist für viele Bands, denn ich weiß von Freunden, die auch Booker sind, die schauen schon auf MySpace nach, welche Gruppen sie verpflichten können oder irgendwie kontaktieren können. Und es ist eigentlich eine Plattform, wo man auf eine einfache Art und Weise verschiedene Lieder veröffentlichen kann und wo jeder Zugriff hat. Das ist eigentlich das Interessante daran. Ich benutze eigentlich nicht mehr so viel, um Leute zu kontaktieren, denn es ist schon mit viel Werbemüll zugekleistert. Und ja, aber trotzdem, es bleibt immer interessant, denn ich glaube, keiner hat bis jetzt alle MySpace-Sites gesehen und sind immer irgendwelche Schätze zu finden. Also. The general impression I have by the new media is that it's restless. It's really like the 15 seconds of fame and then it's over. People and it's a real, like, you find one track, you listen to it for 2 weeks, it's your favorite track, and then it's gone. And maybe it's still in some old playlist, but it's, you might not even remember the artist, but you remember the track, but it's, you don't really care about the artist so much, but more about, ah, this was a great track. And I can like this because it makes it possible for totally diverse tracks to coexist next to each other without any pre-decided ideas or values, so to say. And this is really, really nice. We have a total eclectic climate today, which is a total eclectic music landscape. Das, was früher den Labels und den Studios vorbehalten war, dass sie den Zugang zur Technik hatten, dass sie das Geld zur Technik hatten, dass sie da quasi ihre Domäne hatten und sagten, das ist unser Teil, den wir für dich tun, hat der Musiker, soweit er sich heute mit den neuen Medien beschäftigt, auch intensiv die Möglichkeit, diese Dinge selbst zu tun. Und das macht natürlich uns viel Spaß, weil wir dann auch sehen, welche Kreativität eigentlich dort sich entwickelt, was für neue Ideen da kommen. Es gibt eine viel größere Bandbreite an Kreativität, die sich durchsetzen kann. Und da muss man jetzt mal schauen, inwieweit der Künstler das auch wirklich für sich wahrnimmt. Das ist sicherlich auch ein Entwicklungs- und ein Erziehungsprozess. Ein Beispiel, wo es halt auch im Zuge Internet, so in Sachen Internet, so, wer mit welchem Kram halt Geld macht. So. Und da habe ich mich immer so letzte Zeit so über so einen Blog aufgeregt, so, der halt so, der, wir haben eine Platte gemacht, so, und ist halt über Pressekontakte, die wir bemustert haben, ist das Ding 3 Wochen vor VÖ auf dem Blog gelandet, so, weißt du? Und der war halt noch nicht mal die Eier gehabt, so das auf seinem Blog zu hosten, und hat das bei RapidShare gehostet, weißt du so. Und wo ich denke so, okay, Alter, so schön und gut, so, ich schreibe dich jetzt an, so, nimm das bitte runter, so. Und er schreibt halt so, ey, wir machen noch Promo für dich. Ich so, ey, fuck off, Alter, weißt du so. Das ist scheiße, was du machst, weißt du. Du nimmst erstmal den Künstler so die Möglichkeit, das an einem Release-Datum zu präsentieren und zu sagen, ey, das ist meine Platte, so. Und alle laden das irgendwie runter, so. Und es ist halt irgendwie so, ja, das Label hat doch genug Geld und die Künstler eh, so. Wo ich denke so, ey, du Arsch, Alter, du hostest das bei RapidShare, so, ey. RapidShare kann dadurch seine Premium-Accounts verkaufen, so, ey. Die können, haben dadurch, generierst du den Traffic, so, die können ihre Werbung besser verkaufen, so. Und als erstes, wer Geld da macht, ist RapidShare, ey. Das ist eine Firma, die hat irgendwie nichts zu tun mit unserem Musikbusiness, weißt du, ich meine so. Wir kriegen nichts von der Kohle ab. Und er so meinte, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Wo ich halt denke, so, okay, Leute denken manchmal auch vielleicht ein bisschen zu kurz, so. Aber das ist halt das Ding, wo ich denke so, in dem Moment, wo irgendjemand anders damit Geld macht, mit unserem Repertoire, der nichts damit zu tun hat, so, das finde ich scheiße, ey.
Ja, die traditionelle Filterfunktion Radio ist mittlerweile abgeschaltet. Also da laufen eigentlich auf allen Radiosendern nur noch dieselben 250 Lieder, die ein Computer vom Band irgendwie errechnet. Netlabels können so eine Filterfunktion ergeben. Ein sehr interessantes Netlabel ist zum Beispiel magnatune.com aus Großbritannien. Die gehen hin und sagen, we are not evil, als ihr Slogan. Sie lizenzieren von Künstlern Musik, aber nicht als, also sind nicht der Hauptlizenznehmer. So, Künstler können halt auch noch sich selbst vertreiben, aber Magnatune sagt, naja, wir bieten unser Label, wir bieten unsere Marke an und ihr könnt unter unserem Dach kommen und dann können wir euch, unseren Fans, sozusagen weiterempfehlen und weitervermarkten. Das ist so eine Möglichkeit. Musikzeitschriften haben sich auch überlebt. Das war so quasi mein Hauptfilter, als ich jung war. Musikzeitschriften haben so einen langen Vorlauf. Wenn die auf den Markt kommen heutzutage, dann ist die Musik eigentlich schon wieder veraltet. Stattdessen kommen viele neue verschiedene Wege zum Vorschein. Musikblogs, also Menschen, die auf einmal ihre eigene Musikzeitschrift in Form eines Musikblogs schreiben, sind ein wichtiger Trend. Da sitzen halt echt Menschen dahinter, die mit Leidenschaft darüber berichten, welche Musik ihnen gefällt und welche nicht und so eine Art Wegweiser ergeben. Dann gibt es Plattformen wie Hype Machine, die halt wiederum diese ganzen Musikblogs aggregieren und so eine Aggregator-Suchmaschinenfunktion anbieten. Und dann gibt es natürlich noch diese ganzen sozialen Dienste, wie zum Beispiel Last.fm, wo ich aufgrund von Algorithmen oder sozialen Mechanismen Hinweise bekomme, was andere Menschen mit einem ähnlichen Musikgeschmack hören und wo ich mich auch orientieren kann. Und die Vielfalt an Filtern hat zugenommen und für mich als gleichzeitiger Konsument von Musik ist das sehr befreiend. Eng mit den neuen Medien verknüpft ist die Frage nach dem Urheberrecht bzw. den Urheberrechtsverletzungen. Gerade das Internet baut ja auf dem Grundsatz des Kopierens auf und steht ziemlich im Gegensatz zu den alten Urheberrechtsgesetzen. Es gibt Alternativen, wie beispielsweise Creative Commons, unter dem auch dieser Film released wird. Wie wird das Copyright von den Künstlern gesehen, wie wird es genutzt und welche Alternativen gibt es? Das Copyright. Ja, also unsere Beobachtung ist schon die, dass der Nachwuchs erstmal die Musik eventuell Creative Commons lizenziert oder erstmal gar nichts damit macht, auch nicht selbst bei der GEMA ist, um eben diesen für den ersten Schritt dieses Medium auch wirklich nutzen zu können, ohne Angst davor zu haben, dass man demnächst irgendwie von der GEMA angerufen wird und wirklich was zahlen muss. Dass eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt einer Bandkarriere es keinen Sinn macht, mit zu rigiden Lizenzierungsmodellen zu agieren. Und das Problem ist in Wirklichkeit nicht das Urheberrecht als solches, denn wie ich vorhin schon sagte, die Creative Commons Lizenzen bauen auf dem gleichen Urheberrecht auf. Also auch ich als Befürworter von freier Kultur und freien Lizenzen und sowas würde mich auf jeden Fall daneben stellen und sagen, ja, das Urheberrecht ist eine wichtige Sache, das muss geschützt werden. Damit wird sozusagen so ein Pseudo-Widerspruch aufgebaut, dass die Medienindustrie sich gerne in der Öffentlichkeit verkaufen möchte als diejenigen, die das Urheberrecht schützen wollen. Dabei wollen die nur ihre Vertriebswege schützen. Das ist das, worum es wirklich geht. Es geht überhaupt nicht ums Urheberrecht. Es geht nur um die Verwertung und darum, dass die Medienindustrie weiterhin nötig bleiben möchte. Sie möchte einfach gebraucht werden. Und das ist das große Problem, das sie im Augenblick hat, dass sie eigentlich nicht mehr wirklich gebraucht wird. I think that ultimately, if you're talking about making music for money, then the copyright issue is very important. Because it means that you're protecting your interests and trying to get paid for what you're doing, which is obviously everybody wants, including me. But you can't stop people from copying things. You can't. I mean, and why would you? Actually, ultimately, it does help to spread the music. Yeah, copyright, schmoppyright. Viele Musiker, die ich so verfolgt oder auch persönlich kennengelernt habe, die sehr erfolgreich sind, haben sich relativ wenig Gedanken um ihre Copyrights gemacht. Und ich erlebe immer wieder bei Amateurmusikern, dass sie da einen Riesenaufwand drum machen.
Ganz ehrlich, darum geht es nicht. Nicht in erster Linie. In erster Linie geht es darum, wie viele Leute interessiert das und wie viele Leute interessiert das so, dass sie dafür Geld bezahlen. Das ist die wesentlich wichtigere Frage. Und dann kommt die Frage, habe ich das Copyright dazu? Im Musikbereich gibt es eine ganze Menge Beispiele. Sehr viele Netlabels operieren mit Creative Commons Lizenzen, stellen in Deutschland zum Beispiel recht häufig unter der nicht kommerziellen Lizenz Lieder online. Das bedeutet, zu nicht kommerziellen Zwecken darf ich die weiter kopieren, so wie es immer schon üblich war. Ich darf sie auch in Tauschbörsen stellen, ich darf meinen Freunden Kopien schenken, darf sie darauf hinweisen. Aber wenn jetzt ein Musikunternehmen zum Beispiel Interesse daran hat, diese Musik zu verwenden, dann muss wieder nach dem üblichen Urheberrecht um Erlaubnis gefragt werden, ein Vertrag abgeschlossen werden, weil die Nutzungsfreiheit erlaubt halt nur nicht kommerzielle Nutzung. Und seit vergangenem Jahr haben wir ein schönes Beispiel im Musikbereich, nämlich Nine Inch Nails. Nine Inch Nails sind seit, ich glaube, 2 Jahren unabhängig. Sie haben es von ihrer Plattenfirma getrennt und vermarkten sich jetzt selbst. Und ihr letztes Album, Ghost 1 bis 4, haben sie im Internet bereitgestellt. Das ist so ein Album mit 36 Titeln. Die ersten 9 Titel standen komplett zu einer nicht kommerziellen, remixfähigen Lizenz im Internet zum Download zur Verfügung. Und man konnte hingehen und sagen, naja, ich möchte jetzt das ganze Album haben für $5 oder ich nehme die Super Duper Limited Edition für $250. Da waren dann noch Poster und Autogrammkarten und eine DVD und Blu-ray-Disc und so weiter dabei. Und dieser ganze Inhalt war auch wiederum CC-lizenziert. Also eigentlich hätte nur einer hingehen müssen, sich für $5 das ganze Album herunterladen können, hätte das Ganze in Tauschbörsen reinstellen können und jeder weitere hätte legal die Musik herunterladen können. Und trotzdem hat es Nine Inch Nails geschafft, innerhalb von, ich glaube, 1 oder 2 Wochen ihre komplette Limited Edition zu verkaufen, $1.6 Millionen in dieser Zeit einzunehmen und sie haben es immer noch auf Platz 1 der Amazon Download Charts geschafft. Also wo Menschen bei Amazon im Music Store hingegangen sind und das Album gegen Geld gekauft haben, was quasi legal im Netz auch stand. Und es ist schön, jetzt mittlerweile so ein tolles Beispiel zu haben, weil Dieter Gorni, der Cheflobbyist unserer Musikindustrie, rennt immer noch rum und erklärt jedem, der es nicht hören will, dass Creative Commons was für Amateure ist. Und diese These hat Nine Inch Nails eindeutig widerlegt. Und Nine Inch Nails sind im amerikanischen Raum auch nicht die einzige Band, die schon mit Creative Commons herumexperimentiert hat. Sowohl Chuck D von Public Enemy als auch die Beastie Boys haben schon für einzelne Tracks Creative Commons Lizenzen genutzt und haben auch die Remix-Effekte genutzt. Sie haben Werke online gestellt, haben ihre Fans ihre Werke remixen lassen und da sind eine ganze Menge kreative Werke bei herumgekommen. Und Gilberto Gil, berühmter brasilianischer Künstler, soll jetzt wohl seine ganzen Werke wieder neu einspielen, weil die Rechte bei irgendwelchen Plattenfirmen liegen, damit er alle Werke unter Creative Commons Lizenzen nochmal neu veröffentlichen kann. It's a tricky one, isn't it? I mean, because you make music, but at the same time, you can't, I don't think you can be too precious. People are always going to find a way of getting hold of it. Yeah, so it's simple as that. If somebody wants to get it for nothing, they will find a way of getting it for nothing. You can't lose sleep over it. Do you know what I mean? It's like there'll always be people who are upstanding, law-abiding citizens who will always want to buy it, and there's always going to be people who don't care less and will download it for free. The same discussions has been up when we had the cassettes with the, from the vinyls, and the cassette copying kills music or whatever it said on the whole vinyl cover. So, I mean, it's over and over again. Was sicherlich, was nochmal schwierig ist, ist auch die Frage der Urheberrechtsverletzung. Worauf ist sie ausgerichtet? Natürlich, wenn ich wie im Radio oder wie in anderen Medien Musik nutze, um kommerzielle Inhalte zu verbreiten, nämlich Werbung zu verkaufen, dann ist das natürlich schon eine Ausnutzung eines Rechtes, eines Urhebers, was ich mir zunutze mache, um damit Geld zu verdienen. Also das haben wir im Netz, aber in vielen Fällen ist das eigentlich nicht der Fall. Also wenn man zum Beispiel bei YouTube guckt, da gibt es also junge Leute, die Musikvideos nehmen, Musik nehmen, andere Dinge damit machen, einfach auch nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern weil sie das als kreativen Aspekt sehen. Und da ist es dann wiederum schwierig zu sagen, müssen diese Leute jetzt GEMA zahlen oder müssen sie halt entsprechende Gebühren abführen. Das ist halt eine Diskussion, die sehr schade ist, weil ich halt die Kreativität auch, die durch junge Leute entsteht, die mit diesem Medium
ja, aufwachsen, dass ich diese Leute auf einmal zu Kriminellen abstemple, weil sie sich Musik irgendwo hernehmen, um kreative Inhalte zu machen, ohne damit Geld verdienen zu wollen. Und da ist es sicherlich eine Diskussion, wo man auch sehr stark differenzieren muss. Nehme ich ein Musikstück, um damit wiederum Geld zu verdienen, dann sollte ich auch Geld dafür abführen. Wenn ich es aber mache aus kreativen Inhalten, aus künstlerischen Inhalten, die ich nur zur Verbreitung mache, dann ist es oftmals, sollte man sehr stark dazwischen differenzieren. Aber die Diskussion wird kommen und sie wird auf nicht nur nationaler Ebene diskutiert werden müssen, sondern immer mehr auf, ja, regionaler, europäischer Ebene oder sogar weltweiter Ebene. Natürlich möchte ein Musiker durch seine Musik Geld verdienen. Und ein Teil dieses Geschäftsmodellmixes ist die Rechteverwertungsgesellschaft. Hier in Deutschland vornehmlich die GEMA. Dass die GEMA im europäischen Vergleich einen schlechten Ruf hat, haben wir auf unserer Tour festgestellt. Es gibt intransparente Verteilungsschlüssel, es gibt gesonderte Auszahlungsmodelle, die sich den Künstlern und Veranstaltern oft nicht erschließen. Im folgenden Kapitel beschäftigen wir uns ausführlich mit dem Thema die GEMA. Die GEMA ist ein Verein, ein wirtschaftlicher Verein. Die GEMA ist kein staatliches Amt oder sowas, sondern halt ein Verein. Und wenn man Musik macht, hat man die Berechtigung, Mitglied der GEMA zu werden. Die dürfen einem das dann auch nicht verneinen. Die sind dazu verpflichtet, jeden aufzunehmen. Und wenn man Mitglied der GEMA wird, also Mitglied dieses Vereins wird, dann übertritt man die Rechte an der Verwertung der Musik, die man selbst komponiert, und der Texte, die man dafür schreibt. Diese Verwertungsrechte gibt man an die GEMA ab. Das heißt, die GEMA ist dann die einzige juristische Person, die diese Rechte wahrnehmen kann, auch wenn man selbst die Dinge aufführt. Und man gibt der GEMA gleichzeitig auch noch das Recht, dass sie das 6 Jahre, nachdem man ausgetreten ist, immer noch weiterführen darf. Was viele GEMA-Mitglieder aktuell noch nicht wissen. Sie sollten vielleicht noch mal gucken, was sie unterschrieben haben, denn viele sagen, ach, dann trete ich einfach aus. Aber ja, die alten Werke sind dann halt 6 Jahre erst noch mal im Schatz der GEMA. Und diese Satzung der GEMA beinhaltet natürlich nicht nur, dass man Mitglied sein kann und dass man Geld bekommt, sondern auch zum Beispiel ist dort geregelt, dass automatisch ab Mitgliedschaft der GEMA alles, was man komponiert und textet, von der GEMA verwertet wird. Und dass es keine Möglichkeit gibt, dort Ausnahmen zu machen. Das heißt, dass ab dem Zeitpunkt, wo man Mitglied der GEMA ist, es nicht mehr möglich ist, wegen dieser Klauseln ein Stück unter eine Creative Commons Lizenz zu stellen. Denn sobald ich ein Musikwerk als meinetwegen Ogg Vorbis-File ins Internet stelle und das jemand runterlädt, gilt das als öffentliche Aufführung und ist dann damit GEMA-pflichtig. Das heißt, wenn ich als Band das machen möchte, kann ich das machen. Ich werde dann aber automatisch sozusagen gegenüber der GEMA für mein eigenes Musikstück Lizenznehmer und muss der GEMA erstmal Geld dafür bezahlen, dass jemand anders das Musikstück von meiner Homepage runterlädt. Das ist natürlich irgendwie suboptimal. Und gerade wenn mein Musiktitel dann besonders erfolgreich wird, bezahle ich mich als Band erstmal dumm und dämlich dafür, dass andere Leute meine Musik hören. Das kriegt man dann vielleicht am Ende des Jahres mit irgendeiner Ausschüttung abzüglich der Verwaltungsgebühren wieder zurück, aber es ist ja trotzdem irgendwie ein bisschen blöd. Also GEMA und Creative Commons schließt sich da halt auf jeden Fall aus. Jetzt kommen wir zum meiner Meinung nach eigentlichen strukturellen Problem innerhalb der GEMA. Die GEMA ist nämlich nicht besonders demokratisch strukturiert. In der GEMA gibt es 2 Sorten von Mitgliedschaften. Es gibt sozusagen diejenigen, die sagen, wo es lang geht, und diejenigen, die nur mitlaufen dürfen, also quasi so der Pöbel. Das ist der größte Teil innerhalb der GEMA. Die dürfen nichts abstimmen. Die dürfen keine Vorschläge unterbreiten, wie man die Satzung ändert, und können dann nicht in irgendeiner Jahresversammlung ihren Arm dafür heben, dass das auch passiert. Und diese Unterscheidung wird daran getroffen, wie viel Geld man durch seine Musik verdient. Das heißt, dass diejenigen, die besonders viel Umsatz machen über ihre Musik, in der GEMA sagen, nach welchen Schlüsseln wer wie viel Geld bekommt und wie die Satzung aussieht und so weiter. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum die GEMA im Augenblick sich so schwer damit tut, mal eine zeitgemäße Änderung durchzuführen. Denn
ein Großteil der GEMA-Mitglieder, die da sehr kritisch sind, auch über den Kurs der GEMA, das sind halt diejenigen, die nicht so viel Umsatz machen und die gerne ein bisschen flexibler mit ihren Werken umgehen würden und die auch nicht unbedingt darauf bestehen, dass sie für jede Aufführung ihres Musikstücks vielleicht irgendwie eine Vergütung bekommen. Das ist halt allerdings mit denjenigen, die weiter oben sitzen, die wir den ganzen Tag im Radio hören, halt nicht so leicht zu machen. Die möchten halt gerne, dass das System so bleibt, wie es ist, weil sie davon wahrscheinlich auch sehr viel haben, finanziell gesehen. Also über Pauschalvergütungen und sowas. Ich meine, wenn ein Radiosender nur Independent-Musik spielt, die sich halt nicht viel verkauft, aber eine Pauschalabgabe mit der GEMA vereinbart hat, dann wird dieses Geld, was über die Pauschalabgabe reingeht, wo dann nicht genau geguckt wird, welcher Titel wird gespielt, halt nach einem Schlüssel verteilt, der hauptsächlich darauf aufgebaut ist, wer hat denn auf dem deutschen Musikmarkt wie viel verkauft. Das heißt, dass selbst wenn da nur Musik, die vielleicht nur 100 Fans hat, gespielt wird, wird von den Pauschalgebühren das Geld halt wieder an diejenigen, die die Top 10 anführen, verteilt. Und das ist halt ein in sich auch wieder ungeheuer ungerechtes System. Von dem natürlich dann diejenigen profitieren, die für diese Einnahmen halt überhaupt gar nichts getan haben. Frage, dass berechtigte Meinung herrscht, dass die GEMA sehr, oder GEMA grundsätzlich einfach eine, leider sehr intransparent ist. Also die Philosophie und die zugrunde liegende Idee der GEMA, gegen die kann man ja eigentlich so nichts haben. Es ist bloß die Frage, inwieweit wird das Ganze umgesetzt, inwieweit ist dieser Verteilungsschlüssel plausibel, auch für alle nachvollziehbar. Wenn ich schon eine gewisse Inkasso-Funktion habe, wie es bei der GEMA ja eigentlich offensichtlich der Fall ist, dann sollte eigentlich auch jeder, ob es Veranstalter ist, ob es Band ist, ob es Medium ist, dann halbwegs schlüssig und zügig herausfinden können, was denn passiert, wenn ich mich eines künstlerischen Outputs bediene. Und das ist einfach nicht der Fall. Das GEMA-Modell erreicht halt nicht alle Player im Musikbusiness auf gleicher Zielebene. Es gibt ganz deutlich Gewinner und es gibt ganz deutlich Verlierer. Und mit logischem Nachdenken erklärt sich das nicht unbedingt. Ja. Also es ist zu viel Ungleichgewicht in der ganzen Geschichte drin. Andere Verwertungsgesellschaften in anderen Staaten wie den USA sind da schon weiter. Und auch selbst im europäischen Raum experimentieren Verwertungsgesellschaften wie in Holland, also in den Niederlanden oder in Dänemark mit den Möglichkeiten rum, Creative Commons Lizenzen ihren Mitgliedern zu erlauben. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert, also quasi den eigenen Mitgliedern diese Nutzungsfreiheit zu ermöglichen, mit diesen neuen Potenzialen herum zu experimentieren. Und dem sollte sich die GEMA eigentlich nicht verschließen, aber ich als Außenstehender kann da auch eigentlich auch das immer nur darauf hinweisen. Im Endeffekt müssen die Mitglieder selbst sich dafür einsetzen, dass halt ja die alten Betonköpfe in München bei der GEMA sich mal ja die neuen Möglichkeiten erschließen und ja Creative Commons zum Beispiel erlauben. Tja, um das mal vorsichtig auszudrücken, glaube ich eigentlich mehr, dass es ein bisschen eher ausbremst irgendwie, weil die Tarife einfach der GEMA nicht so wirklich zeitgemäß den Künstlern gegenübertreten, aus meiner Sicht zumindest so. Ich habe mich auch viel mit Künstlern diesbezüglich nächtelang unterhalten, sage ich mal. Es gab ziemlich kontroverse Diskussionen und insgesamt muss ich schon sagen, dass die GEMA aus Sicht der Musiker mehr und mehr zu einem Verwaltungsapparat wird, der versucht nur seine Gebühren einzutreiben, um sich selbst zu tragen. Aber eigentlich für den kleineren Künstler, sage ich mal, auf den es ja eigentlich besonders dabei ankommt, halt, was diese Urheberrechtssachen angeht, eigentlich eher weniger Eintritt. So. Das lasse ich mal so dahingestellt. Ne? Also ich denke auch, das wird wahrscheinlich schon aus der Erfahrung, die ich von Musikern gehört habe, auch sicherlich schon ein Stück weit stimmen. Es ist ja bei der GEMA beispielsweise auch so, dass die außerordentlichen Mitglieder halt diese ganzen ungeordneten Beiträge sozusagen dann ausgeschüttet bekommen einmal im Jahr. Das finde ich sehr schade. Da sollte unbedingt mehr in Kulturförderung der Jugendlichen halt mehr getan werden oder für unbekannte Bands was aufgestellt werden für dieses Budget. Und Leute wie, weiß ich nicht, also ohne Namen zu nennen, halt die schon Millionen auf dem Konto haben, sage ich mal, davon auch noch partizipieren zu lassen, finde ich halt schon ein bisschen, naja, ungerecht, sage ich mal, den anderen Leuten gegenüber, die eben den Glauben an die GEMA haben, dass da eben auch wirklich mal was zurückkommt, so. Also ich muss sagen, ich habe noch keine Probleme da deshalb bekommen so. Ich habe immer mit freien Downloads gearbeitet so und diese GEMA-Geschichte ist halt irgendwann einfach mal so entstanden, die Auseinandersetzung war halt so GEMA ja oder nein. Und da haben wir uns einfach irgendwann entschieden, okay, die Künstler werden GEMA-Mitglied, so um halt
zweites Standbein, so, weil Tonträgerverkäufe geht nicht so viel, so, also zweites Standbein da so ich halt zu verdienen, so. B, dann halt so, überhaupt das Material weiter auf Compilations halt zu verwerten, so, wo halt GEMA für gezahlt wird, so, weißt du, und irgendwie an dieser Kette einfach zu partizipieren. C, obwohl ich A noch gar nicht gesagt hatte, so, sehe ich das auch sehr kritisch, das Ganze so. Man muss sich auch damit auseinandersetzen, so, ja, wen fickt die GEMA und an wen wird die GEMA Kohle verteilt und so. Und es läuft auf jeden Fall nicht irgendwie unter dem gerechten Prozentaufteilungssatz, finde ich auf jeden Fall, dass irgendwie alle davon was haben, die halt auch wirklich in der GEMA sind. Also ich meine, das ist auch kein Geheimnis so. Aber wir haben uns einfach dazu entschieden so, und irgendwann kommt man vielleicht auch nicht mehr zurück oder man muss es einfach nochmal ganz wieder doll aufwälzen und halt irgendwie noch an einem ganz neuen Konzept halt arbeiten so. Und ich habe jetzt einfach, wir haben einfach angefangen, den Scheiß rauszuhauen und auch gar nichts damit auseinanderzusetzen, geschweige denn bei der GEMA anzufragen oder irgendwas so, einfach gemacht. So, und wenn sie irgendwann kommen, so, dann kommen sie halt, dann muss man halt gucken. So. Die GEMA ist wichtig. Also die GEMA sorgt natürlich auch dafür, dass die Künstler nicht nur umsonst im Netz verbraucht werden, sondern dass sie für das, was sie tun, nämlich für ihren kreativen Teil, für das Schreiben von Songs auch in einer gewissen Form entlohnt werden, weil das hat ja auch einen großen Wert. Problematisch ist im Augenblick, dass die GEMA mit den neuen Medien nur sehr schwerfällig umgeht, weil sie keine Lösung dafür hat. Also wir haben es ja bei YouTube gesehen, wie lange dort der Krieg gedauert hat. Und eigentlich gibt es auch nur eine Individuallösung mit YouTube, die keine generelle Lösung im Netz bietet. Wir selbst haben Anfragen an die GEMA gestellt, wie wir damit umgehen wollen. Es gibt bisher keine Rückmeldung. Das heißt, die GEMA steht ein bisschen so wie das Kaninchen vor der Schlange, sieht diese Schlange auf sich zukommen, aber bietet einfach keine Lösung an. Und das behindert auch, wir merken das ja auch bei uns, wir kriegen Fragen von Künstlern, die dann sagen, hey, wenn wir bei euch übertragen, wie ist das mit der GEMA? Wo wir dann sagen müssen, Business nicht. Weil wir nicht gefragt haben, sondern weil wir keine Antwort kriegen. Und wir haben natürlich alle in gewisser Form auch die Sorge, dass auf einmal dann der große Rundumschlag kommt und es eine Lösung gibt, die uns nicht befriedigt. Und da wäre es einfach viel schöner, wenn die GEMA aktiv auf solche Unternehmen wie uns zugehen würde, auch auf andere, um mit denen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Das ist sicherlich deutlich komplexer als früher, aber der Weg ist notwendig. Nicht? Und wir begrüßen natürlich, dass wir brauchen die GEMA, der Musiker braucht die GEMA, aber hier müssen neue Wege gefunden werden. Lange Zeit war die CD oder der Tonträger ein essentieller Bestandteil des Geschäftsmixes von Musikern bzw. Labels. Durch die Digitalisierung hat sich das Ganze aber extrem gedreht und die Tonträgerverkäufe gingen zurück. Wie sieht es nun mit der Zukunft der CD aus oder wie sieht es mit der Zukunft des Vinyls aus? Diese Frage behandeln wir im Kapitel Die Zukunft der CD. There is still a market out there for people who like stuff, who still want to buy stuff to have in front of them and a booklet to read. But the CD, yeah, no longer, I'm afraid. 5 years' time, everyone will be saying, do you remember those shiny things which we used to have? I think that vinyl will always be there because it's such a unique thing. And if it's already survived cassette and CD, and mini disc. If it's already survived that, then I think vinyl will stay around, just for the kind of the connoisseurs. Fakt ist, und das ist statistisch absolut bewiesen, dass natürlich der Online-Verkauf oder der digitale Handel gestiegen ist und sicherlich auch so rasant gestiegen ist, dass man fast mit einer Prozentrate von über 100% eigentlich fast handeln kann. Also neueste Zahlen aus 2008 belegen das ja schon, dass das einfach so rasant gestiegen ist. Also es ist eigentlich schon immens, ne? Also der Anstieg einfach. Keine Ahnung, wo die Richtung hingeht. So, für mich ist einfach die Formatfrage, es hat sich für mich erledigt. So, mir ist es eigentlich scheißegal, worauf die Kacke rauskommt. Ob es auf einer Laserdisc ist, auf MP3, auf Vinyl. Wenn man Musik auf ein T-Shirt drucken könnte, würde ich es auch machen. So. Für mich ist halt wichtig, so, dass halt irgendwie die Gefühle dabei rüberkommen, egal auf welchem Medium das abgespielt wird. So. Ich meine, ich bin auch mit Vinyl sozialisiert worden und ist halt klar, so ein geiles Ding in der Hand zu haben, ist schön und cool, die Texte durchzulesen. So, aber ich habe mal irgendwann so, habe ich mir gedacht, okay, ey, warum sollte denn ein MP3, was total schrottig auf dem Handy klingelt, irgendwie nicht für jemanden genauso eine Gefühle hervorrufen wie halt ein Vinyl? Weißt du, ich meine, so klar, physisch gesehen ist es irgendwie, hört es sich vielleicht besser an, so, aber wenn halt das Gefühl transportiert werden kann, so, warum soll ich das jemandem absprechen, dass er sich nicht ein MP3 auf sein Handy zieht, so, weißt du? Und deshalb ist halt auch das Ding, dass ich denke, so, okay, ja,
man muss halt alles herstellen, so, um auch alle irgendwie zu bedienen. So. Ich mache CDs, ich mache LPs, ich mache Vinyl, ich mache auf T-Shirts und so weiter und so fort, um halt irgendwie die Konsumenten quasi auch irgendwie auf Breitband nicht anzusprechen. So. Das wäre halt auch irgendwie, also deshalb würde ich auch nie nur ein Digital-Label zum Beispiel nur machen. I think that the CD will disappear the same as the vinyl. And all will be digital and on your laptop or your home. Sagen, also in Zukunft wird sich irgendwie der Internetmarkt stabilisieren. CD wird wahrscheinlich irgendwann belanglos werden. Also es wird alles über Internet oder digital ohne Tonträger geben, aber bei der Musik wird es wichtig bleiben auch. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass für viele lokale Bands eine konventionelle CD-Veröffentlichung also ein Must ist. Also es ist wirklich wichtig. Das fängt schon mit der Presse an. Also wenn jemand nach irgendwie eine Kritik oder sowas schreiben möchte, dann möchte der eine CD in der Hand haben. Der schreibt nicht über irgendwelchen Release auf irgendwelchen Website oder so. Ich glaube, dass viele Indie-Sachen und dass viele Musikfans die Vinyl noch immer mögen. Ob jetzt die Majors, man sieht sehr viele alte Sachen remastered auf Platte. Ob das jetzt der große Boom wird, da mag ich mich nicht so weit aus dem Fenster rauswagen, aber ich glaube, dass die Vinyl nicht verschwinden wird. Und ich glaube schon, dass die CD irgendwann total weg ist. They announced the death of the vinyl in the beginning of the 90s. It was totally wrong. And with the new music, electronic and hip-hop, it was the reverse. And the vinyl is still alive. Same if it's a confidential press, but for the CD, I think it's the end. Nur was seit Jahren ja bekannt ist, das Ding der CD ist überholt. Es will keiner mehr 15,99 dafür ausgeben. Es braucht keiner mehr eine CD. Überlegt mal 2003. Und keiner hat mehr so einen Player in der Tasche. Keiner hat mehr so einen Player in der Tasche. Ich hatte vor 4 Jahren auch noch echt einen Discman, aber hab dann doch mal, weil ich bin so wirklich ein Technik-Opi mit ollem Rechner, aber gesagt, okay, ich kaufe mir das Ding, was jeder hat mit dem Apfel, ne? Weil es geil ist und... Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tonträgerverkauf in den nächsten Jahren noch mal wesentlich anziehen wird. Also weder bei den Majors noch bei den Indies. Es gibt immer so ein paar Bereiche wie Punk und Hardcore, die haben ihre eigene Infrastruktur. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert in den letzten Jahren. Das wird auch wahrscheinlich weiterhin gut funktionieren. Aber Tonträgerverkauf, ich glaube nicht, dass sich da noch wirklich was tun wird. Und ich sage auch den Bands zum Beispiel, mit denen ich promomäßig zusammenarbeite, sage ich, in der Regel ist das eine Werbung für euch. Den Tonträger müsst ihr natürlich haben, um euch beim Radio vorzustellen, um euch bei den Location-Managern, wo ihr Gigs spielen wollt, vorzustellen. Ihr müsst euch mit den Tonträgern bei der Presse vorstellen. Gar keine Frage, ihr braucht die Tonträger, das ist schon richtig. Aber es wird, wie du, glaube ich, gerade schon angedeutet hast, in der Regel nicht mehr so sein, dass Tonträger primär dazu hergestellt werden, um sie eben zu verkaufen, sondern es wird damit Werbung gemacht. Ich glaube nicht, dass ausgerechnet den Musikern durch zurückgehende CD-Verkäufe ein großes Loch in die Tasche gerissen wird. Für die Musikindustrie als solches, wo ja ganz viele andere Zweige mit Werbeindustrie und sowas noch mit dranhängen, klar, also irgendwo müssen die 15 Euro, die ich auf den Tisch lege, ja bleiben. Ne? Aber wenn davon nur 1 Euro an die Band geht, dann ist halt klar, dass der größte Teil, wenn die Verkäufe zurückgehen, geht halt eben nicht bei den Bands fehlt, sondern in einer anderen Kasse. So, und man kann schon, also wenn man sich mal Beispielrechnungen macht, wenn man halt die CDs selbst herstellt, das kostet einfach auch nicht die Welt. Wenn man das Geld für die Produktion zusammengeschmissen hat und dann halt selbst eine CD produziert und davon dann halt nur noch einen Bruchteil der Stückzahlen verkauft, die man sonst über ein großes Label vielleicht mit viel Glück verkauft hätte. Dafür aber pro verkaufter CD, selbst wenn man sie deutlich kostengünstiger anbietet, eine viel größere Gewinnmarge hat, unterm Strich vielleicht sogar mehr durch die CD-Verkäufe bei rauskommt bei einer Band, als wenn sie das vorher über die große Industrie vielleicht irgendwie mit 10-fachen Verkaufszahlen gemacht hätte. Das ist durchaus ein Faktum. Nun, da die Tonträgerverkäufe massiv nach unten gehen, stellt sich die Frage nach neuen Einkommensquellen. Und hier gewinnen Live-Gigs enorm an Bedeutung. Zum einen kann man für das Touren bezahlt werden, zum anderen kann man am Merch-Stand Sachen verkaufen wie CDs, USB-Sticks, T-Shirts und so weiter.
Es heißt also, im Schweiße seines Angesichts mittlerweile sein Geld zu verdienen. Dieses Kapitel heißt Live Gigs. Touring is really important in that you can sell CDs at tours. That's a massive thing. I mean, people are actually interested in buying CDs, but they need to be in a position where it's in front of them. You know, they don't want to go out anymore and go to a shop and, you know, and have a look around. I mean, I know that I don't. I never go into music shops anymore. So if I don't, then I'm assuming that a lot of other people don't either. And once they've seen you play, then they've got the... What's the word? Then they've got the... I don't know, the advantage of... As they come out of the gig, then suddenly your merchandise stuff is in front of them. So I think in that situation, I mean, I certainly sell a lot of CDs that way. And it supplements the touring income to the point where it's, you know, half of the income which I make is through the tour itself, and half of the income would be through merchandise sales at the tours. So if you put those together without one or the other, you'd be screwed. Man hat eigentlich schon immer mehr mit Live-Auftritten verdient. Das ist immer noch Teil Geschäftsmodell-Mixes. Man kann natürlich auch Musik immer noch bei iTunes und Co. reinstellen und man kriegt da immer noch welche Sachen verkauft, aber man sollte das nicht als einzige Säule nehmen. Also live spielen, Musik immer noch verkaufen. Ich denke mal, dass eigentlich Live und Merchandise da noch weiter vorne sind eigentlich als digital. Also je nach Verträgen natürlich bei den Künstlern, klar, welche Ausschüttungen die auch immer haben und wie viel die halt eben an Fans haben, wo sie eben auch verkaufen können. Aber generell gehen die Leute doch eher lieber auf ein Konzert hier in Deutschland und kaufen sich dann lieber nochmal ein Merch, eine CD oder ein T-Shirt als Andenken für den tollen Abend, den sie hatten, als dass sie explizit halt wirklich eben die ganzen Alben irgendwo entweder per CD bestellen oder runterladen so. Also ich denke halt schon, dass eben ganz klar auch immer wieder in der letzten Zeit festgestellt worden ist, dass eben dieser Live-Business mit dem Merch eben halt doch wirklich noch ein gutes Rückgrat für die Musikindustrie darstellt, im Gegensatz zu halt reiner Verkaufsgeschichte der Musik sozusagen. Also ich glaube, das ist ein Mischverhältnis von allen Geschichten so. Also es kann man auch nicht von Künstler A mit Künstler B vergleichen so. Also es gibt Künstler, die verkaufen extrem viel Platten, aber die sind halt nicht, da kommt nicht so viel Publikum. Auf der anderen Seite gibt es Künstler, da geht es live-mäßig derbe durch die Decke so, aber die verkaufen 3 CDs bei 800 Konzertbesuchern und verkaufen halt 60 Shirts so, weißt du? Also es ist halt schon, man kann es halt nicht genau sagen, wie das jetzt irgendwie, also es gibt keine Erfolgsformel dafür, wie man das halt durchzieht so. At live gigs, for us, the most important. I mean, it's good to be do an album and put it out and have people there, but it, the live experience now it's 10 times more important. That's why I was saying before, you know, if you're a new band, you've got to be good live. You've got to put on a good show because, you know, this is where a lot of people are downloading stuff for free, but because of that now, a lot of people are wanting to go and see gigs live more. And as far as the business side of things, that's where we make our living off live money. That's literally where all the money comes from, live, you know what I mean? Die Gigs werden wichtiger auch werden, weil die Leute immer mehr unterhalten werden wollen. Also deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, eine visuell interessante Show zu machen. Aber ich glaube, in Luxemburg ist es sehr wichtig, so wie heute Abend zum Beispiel, also einen Tonträger zu haben und den dann zu promoten mit einem Live-Gig und mit möglicherweise einem interessanten Live-Gig mit vielen verschiedenen Leuten. Und das ist, glaube ich, was die Leute immer mehr möchten, und es ist auch sehr interessant. Da entsteht eine Eigendynamik in der Musikszene, die auch auf die Qualität einen Einfluss hat. Und wenn man dann vielleicht die richtigen Leute trifft und am Ball bleibt, dann kann man vielleicht in Strukturen geraten, wo man Gagen bezahlt bekommt, wo man dann etwas mehr als nur das Benzin bezahlen kann. Aber das gehört einfach dazu. If you want to make money on being a band, then you need to play live. This is the thing, because there is not so many more opportunities. If you get radio airplay, then you maybe get like GEMA money. But that's it. Otherwise, since you can't really rely on making money from selling albums in the stores or whatever, it's live gigs, definitely.
Also wir begrüßen das natürlich sehr, weil wir einfach das Thema live als viel emotionaler erkennen, als wenn ich mir eine CD zu Hause anhöre. Wenn ich live bin, werden, wie gesagt, andere Sinne angesprochen. Ich rieche Sachen, ich bekomme mit Leuten Interaktion, da kommen soziale Strukturen, werden da aufgebaut. Das macht natürlich riesig Spaß, deshalb geht man ja auch gerne zum Live-Konzert. Wenn man nur die Musik hören wollte, könnte man das auch zu Hause machen. Das hilft uns natürlich in der Form, dass da auch wieder die Erkenntnis ist, zu sagen, live hat seinen Wert. Das ist was anderes, als reproduzierbar sich wieder die CD zu Hause reinzuschieben. Und live hat aber nur den Wert, wenn es all das zusammenbietet. Und deshalb wollen wir ja auch sagen, Live-Konzerte nicht nur ins Netz zu bringen, das können andere auch, sondern diese Interaktion auch mit Leuten, diesen erhöhten Wert neben der Musik auch noch zu interagieren, andere Funktionen nutzen zu können, aktiv zu sein, nicht passiv nur als Zuschauer, das sind Dinge, die wir natürlich sehr begrüßen. Wir hoffen auch, dass der Künstler das Thema Live wieder sehr stark für sich entdeckt, weil wir glauben, dass Live auch nochmal ein anderer Qualitätsfilter da ist. Es gibt viele Künstler, die man schön auf Platte hören kann, die produziert werden. Aber die wirklich auch live auf der Bühne was rocken, das ist schon eine andere Qualität. Da muss man schon ein anderer Musiker sein oder auch ein anderer Performer sein. Und wir wollen natürlich auch sehen, dass im Netz die Qualität wieder ein bisschen höher wird, ein bisschen weg von den Retorten, von dem neu produzierten, aber alten Sachen, hin zu wirklich neuen Musikern, die auch das Thema live für sich entdecken. Und der User will es ja haben. Er sucht ja danach. Wir sehen ja, unsere Konzerte sind in der Regel gut besucht, wenn wir Live-Inhalte haben. Macht schon Spaß. Also wir würden uns freuen, wenn wir wieder mehr gute Live-Konzerte kriegen würden und auch von kleinen Bands. Nicht nur die ganz großen mit 60.000, 70.000 Zuschauern, sondern auch die kleinen, die in Clubs wieder spielen, die vor 30, 40 Leuten auftreten. Das sind so Dinge, die uns natürlich auch viel Spaß machen. Yeah, of course, it's the best promotion you can have for a band. Have good gigs. After you can sell some CDs if you want, but now CDs are not sold, so the best way is to make people come to your gigs and make good gigs with additional stuff like a video or merchandising, all stuff. I remember David Bowie saying in the late 80s or something that in the future all the business will be destroyed and the live music will be really important with big festival. It was a real vision, you know. Yeah. And he was right. Yeah, yeah, he was right. Bushido dreimal von der Bravo Otto Wahl zum besten Live-Act oder sonst was. Aber ich meine, ne, der Mann macht irgendwie 100 Konzerte im Jahr und natürlich macht er so seinen Reibach. Der hat auch viel verkauft. Aber jetzt ihn als Beispiel fand ich immer, was glaubst du, in wie vielen deutschen Kinderzimmern irgendwie illegale Sachen von ihm sind. Also, ne, wenn der 100.000 verkauft hat, ich würde locker sagen, dass, also, ich sehe es ja bei meinen eigenen Kids, also jeder hat ein Bushido-Lied zu Hause, muss ja nicht immer das ganze Album sein, die laden sich auch immer nur die Tracks runter, die sie gerade hören, ne, aber halt, klar, könnte der viel, viel mehr verdienen als Beispiel, wenn es das nicht gäbe, aber somit hat er seine Konzerte voll, ne, teilweise irgendwie müssen Eltern mit, weil 12-Jährige aufs Konzert wollen und so weiter und, man sieht ja, dass auch nicht alles Gold ist, was glänzt, weil hier Optik hat zugemacht, ne? Agro Berlin hat zugemacht, alles macht eigentlich zu, vom Curse irgendwie alles real. Somit haben die immer noch so 50-50 vom halt Geld eigentlich, was an CDs reinkommt, aber trotzdem, die machen ihr Ding mit Live-Auftritten. Du kannst umgekehrt auch sagen, es ist tatsächlich so, die Bands, die oft live spielen, die haben auch wesentlich bessere Verkäufe ihrer Musik. Aber dass du als Band zuerst mal promomäßig deine Musik anbietest, als freier Download, dass du sie auf Portalen wie Radio Active hochlädst, wo sie übrigens auch von der Redaktion bewertet werden und es auch Redaktionstipps und so gibt, dass du versuchst, in die Tipps reinzukommen, auf dem Weg auf dich aufmerksam machst und über den Weg natürlich auch deine Gigs versuchst zu promoten. Das ist, denke ich, auf jeden Fall richtig und halte ich persönlich auch für eine richtige Strategie. Über Geld spricht man nicht, heißt es gerne. Im Gegensatz dazu waren alle unsere Interviewpartner sehr offen und ehrlich, wenn es darum ging zu erklären, wie verdienen sie ihr Geld und wie viel Geld verdienen sie. Das ist ein interessanter Einblick, den wir euch liefern können, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dieses Kapitel heißt Einkommen. We have a special statue in France. When you play music, you made some contracts. And you, when you have enough contracts, you can have some money from the government. Yeah. So
So we can live from our music, but with the help of the government. But with the new government, it's very difficult to add this tattoo. More and more. And we can add a contract, different contract, musician, technician, backliners, roadie, sound engineer, and we all mix this kind of contract. Wie steht die Musikbranche gegenüber einem Großunternehmen da, habe ich mir überlegt. Und dann habe ich also mir den Branchenbericht von musikindustrie.de besorgt und habe mal geguckt, was wurden so an Umsätzen gemacht in den letzten Jahren. Und habe dann dachte ich so, welches das erste Unternehmen, was mir einfällt? Oh, Daimler-Benz, die Daimler AG. Und dann habe ich diese Zahlen mal verglichen, was die an Jahresumsatz machen. Um es ganz kurz zu machen, die Musikbranche in Deutschland, die Tonträgerbranche, muss man fairerweise sagen, 1,5 irgendwas Milliarden. Und die Daimler AG, gut, das ist eine weltweite Betrachtung, ein bisschen vorsichtig, aber man kann es in etwa vergleichen, sind 95, irgendwas Milliarden. Daimler ist fast 100 Mal größer als die deutsche Musikbranche. Gut, dann wird man sagen, ja, nur in Deutschland und so. Nee, nicht ganz. 2007 in den USA wurden Musikumsätze gemacht im Wert von 29,9 Milliarden Euro. Das ist immer noch nur ein Drittel von. Und das ist die ganze Branche, das ist alles. Das ist Madonna, Whitney Houston, das sind alle. Das ist Christina Aguilera, Lady Gaga, hast du nicht gesehen, Linkin Park, alle drin, Nickelback, Radiohead, alles. Gegen eine Firma. Und die Firma ist wesentlich größer. So, und das schrumpft auf einmal die Musikbranche. Zusammen in der Sicht zumindest. Gut, 1,5 Milliarden in Deutschland oder 29,9 Milliarden in den USA. Das ist eine Menge Holz, das ist eine Menge Geld. Aber verglichen mit anderen großen Branchen ist das relativ wenig und es wird immer weniger. Und deswegen wird es natürlich auch immer schwieriger, damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, yeah. Just. Really just. yeah, just about. I think touring is the main source of money, really. And I think if you are lucky enough to get into a position where people will pay you to tour, then you're set. You just need to sort of keep doing it, keep working at it. Touring, very important. Now it's hard. Now it's hard. It's hard, yeah, yeah. I must do a lot of things besides. And I'm lucky because I'm long in the music industry, so I'm doing some management and some label things. And, you know, I run a label with some other guys. And that's the way how I can survive, but only for DJing and producing. You must keep on top and having your gigs, and that's very hard, because when you are having a time that you have less productions, like I had when I moved back from Maastricht, 2 years I did nothing, then you see your gigs going down like crazy, you know, because people don't see your music, and you know. And now it's climbing a little bit again, because I'm back, but I'm busy already for a few years. So you can see how long it takes to get back. Also ich glaube, wir können, ich sag mal, Audilead ist so klassischer Independent-Deal, wenn das überhaupt so ist. Ich weiß gar nicht, ob es denn wirklich geht, aber es war irgendwie so 60-40, so 60 fürs Label, 40 für den Künstler, so nach Abzug aller Kosten, sei es Herstellung, Promokosten, Videokosten, GEMA-Kosten, Büromiete, anteilig und so weiter und so fort. Dann ist halt irgendwie von Künstler zu Künstler auch abhängig, ob man irgendwie noch Merchandise-Deal hat, auch noch mitmacht, wo man sagt, okay, wir stellen euch auch Merchandise hier und teilen das auch 60-40 so. Das ist eigentlich so, was mit dem Künstler so zu tun hat, so. Also Künstler und Label, Audilead, die Kombination. Plus dann halt noch Verlag, so, dass ich auch als Verlag halt auftrete und den Künstler halt sagt, okay, wir lassen uns einen Verlagsdeal machen und so. Und ich versuche noch Sachen einzutüten, die Sachen auf Compilations, Filmpunkt, Fernsehen unterzubringen, 2/3-Auswertung so. C, aber auch so mein Konzept, was ich irgendwann mal 2007 halt geschrieben habe, ist so ein Konzept, was darauf beruht, dass ich das Label, den Verlag mache, dann aber auch gleichzeitig Tourmanagement anbiete, so selbst Musiker bin, auflegen gehe, Veranstaltungen mache in Hamburg und halt noch beim Film, Funk und Fernsehen als Fahrer und Runner halt arbeite. So. Also ich versuche halt auch so eine Mischform aus allen verschiedenen Sachen für mich selbst halt zu machen. Auch teilweise Sachen, die halt unabhängig vom Label sind, so, wo ich auch sagen konnte, okay, ich habe Zeit, ich kann halt jetzt was anderes, einem anderen Job halt nachgehen und halt meine Rechnung schreiben. So. Then of course you can definitely earn, you know, you don't, yeah, you don't need major labels or an advance or anything to live off it, you know. And you can do all right. I mean, we're all adults, you know, we're not kids or anything, you know, we've all got mortgages and,
you know, people are pregnant and married and stuff, and that, you know, you, it's real life, you know, we're doing it professionally at this level, so. I think people always saw it as like a very insecure business, do you know what I mean? That, yes, you could have a job 1 minute and the next minute it could get taken away from you, but let's face which it, you know, kind of true. Yeah, but let's face it, in today's market, that's every single job. Yeah, you know, in the current climate, no matter which job you've got just as much chance if you're losing your job as you have as us not making music, having to find something else. So I don't think it makes any difference these days. I mean, if, you know, we're making a living out of it, and I'm making just as much of a living out of it as friends are, as other doing normal 9-to-5 jobs, and they've got just as much chance of losing their job as we have, as this stopping. Yeah. So it's not got that same insecurity attached to it anymore, because everyone's in the same boat. We have a lot more fun, though. Yeah. Also bei uns ist es ja auch so eine Mischfinanzierung, bei uns drei Gesellschaften von Grand Hotel. Wir leben zum Teil von Grand Hotel, zum Teil davon der Band Kepka, zum Teil von GEMA-Einnahmen, die wir als Musiker erzielen. So kommen wir zurecht. Wenn ich das so kurz sagen darf, ich will damit nur sagen, dass das Grand Hotel van Cleef immer ein extremer Einzelfall ist. Es gibt kein Label wie uns. Guck mal, wir können jetzt für 2 Jahre hier nichts machen. Wir gar nichts machen und wir kommen trotzdem zurecht, weil Reimer, Thees und ich haben unsere Einnahmen. Und in 2 Jahren gibt es das nächste Tomte-Album und das nächste Ketka-Album und zack, sind wir wieder da. Also sowas kann sich kein anderes Label leisten. Wir müssen ja immer, da muss ja immer Umsatz her, da muss ja immer was rein. So. Der Kühlschrank muss ja immer voll werden. Bei uns wird der Kühlschrank voll, indem wir Rock am Ring spielen. So, zack, fertig. Und dann haben wir wieder für die nächsten Monate Ruhe. Also es gibt keinen, wir sind ein Einzelfall und es gibt keinen, man kann an unserem Beispiel nicht sehr viel exemplarisch festmachen. Über das Jahr gesehen, glaube ich, machen wir die meisten Einnahmen mit Live-Gigs und eben auch, wenn wir auf dem Radio gespielt werden, so diese Einnahmen, CDs, kriegen wir auch was rein, aber im Vergleich ist es weniger als der ganze Rest. Yeah, but it's hard. But yeah, it's somehow working. Ich generiere eigentlich überhaupt kein Geld. Das ist der gleichermaßen traurig manchmal, wie auch sehr motivierend. Denn für mich ist es eigentlich eine Zwischenstufe oder eine Zwischenetappe. Und ich glaube, dass wenn der Zeitpunkt kommt, dass eine Gruppe genug Fans hat, genug Leute hat, die sie unterstützen möchte, dann kann man vielleicht auch Geld damit. Mein Ziel war es nie, Geld damit zu verdienen. Mein Ziel war es nur, Leute kennenzulernen und irgendwie Fuß zu fassen in einer Szene, die ich eigentlich gar nicht kannte, als ich von der Uni zurückkam hier. Nach Luxemburg. Die Gegenwart haben wir ausführlich beleuchtet. Stellt sich nun die Frage nach der Zukunft. Wie wird das Musikbusiness in Zukunft aussehen? Welche Vertriebswege wird es geben? Welche Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Dies ist das Kapitel The Future of Music. And music is a product like anything else to a lot of people, so you know, as long as there's music, there'll be the music business in some way. It has to adapt and take money from different sources, really. I think it's already changed a lot in the last 5 years in that it's now a lot more about licensing to film. And the main money that can be made short term is by licensing songs out to films and adverts and lots of sort of smaller bands that I knew in England are getting lots of adverts and things, you know, lots of things for power companies with. Eine Musikflatrate. Nokia comes with music, heißt das Ding. Und das bedeutet, man kann sich auf dem Mobile Phone für ein Jahr lang beliebig viele Titel runterladen. Und das ist jetzt seit am 16. Juni werden die ersten Geräte ausgeliefert. Seit Mai ist es auf dem Markt. Das bedeutet, Musik wird zu einer Art Service und man zahlt sozusagen für ein Jahr Musik. Das ist nicht mehr weit bis zur Kulturflatrate. Also, und das ist aber ein kommerzieller Anbieter natürlich, ja. Übrigens auch eine interessante Entwicklung, ein Mobile-Anbieter wird ein riesiger Musikvertrieb. Das ist eine gravierende Entwicklung. Zusätzlich gibt es noch die Idee der Kulturflatrate. Ich persönlich finde die Idee einer Kulturflatrate eine sympathische Idee. Es stellt sozusagen den dritten Weg dar zwischen einerseits dem Wunsch vieler Konsumenten, freien Zugriff auf das Wissen der Welt zu haben, andererseits dem Bedürfnis von Künstlern und Kreativen, auch dafür vergütet zu werden. Und eine Kulturflatrate könnte diesen ganzen illegalen Markt der Tauschbörsen legalisieren.
Auf der einen Seite würde man ja auf Kontrolle verzichten und eine Kriminalisierung ja, einer ganzen Generation mittlerweile. Auf der anderen Seite könnte man ja ein faires, durch eine faire Vergütung, wie wir es auch schon ja, mit traditionellen Pauschalabgabensystemen haben, ja, die Künstler vergüten und ihnen ja, einen Grundobolus bereitzustellen. Eine Kulturflatrate wird oftmals gesagt, ist der Sozialismus, aber stellt ja ähnlich wie früher bei unserem Pauschalabgabensystem auch nur die Grundfinanzierung und eine Grundbasis dar. Und es würde halt einfach diesen illegalisierten Markt legalisieren. Und bisher verdienen Künstler überhaupt nichts daran, dass in Tauschbörsen Musik kopiert wird. Und ich glaube auch nicht, dass es effektive Wege gibt, außer der Kulturflatrate, ja, diesen Markt, der da ja ist, quasi diesen Markt zu verbieten, zu kontrollieren und aus dem Internet rauszuschaffen. Ja, die Zukunft kann natürlich dahingehend sein, dass eben Songs gleich irgendwie per SMS sich gewünscht werden können, die auf dem Display hinterm Künstler dann eben entsprechend auf dem Konzert dann eben abgespielt werden oder was auch immer. Da gibt es sicherlich viele Ansatzmöglichkeiten, die auch schon teilweise umgesetzt worden sind. Wird auf jeden Fall spannend, was die Zukunft so bringt, denke ich mal. Sure, I think the future is having companies or services like iTunes, which have servers which store your music remotely on playlists so that you can actually just access it via your own phone or your own playing device without ever actually having to download it. Therefore, you don't have to have 60 gigs worth of space on your iPod because it's only ever storing maximum of one or whatever. So I think it will be that. The only thing I've noticed happening, that the division of separation of companies is changing. Where I used to have a record label and you'd have a publishing company and you'd have a press company and you'd have this, you're getting people now who are doing everything because it's the only way to make a living out of the business. It's management, so, yeah, it's all like, management, you were literally, the best way to do it is have everything in one pot. You know what I mean? If you can do it all yourself. And you're finding labels and people that have cottoned onto this, especially independents more so than majors, and now saying, well, if we manage them, if we do their publishing, if we do their marketing and their press and everything else, it's a much better way of actually making them more successful, making them more money, but also making us more money and keeping the label afloat as well. Mm. So I think you'll find that where everything was done separately, everything will just be done under one roof as the future goes on. Do you know what I mean? All these little bits that have been out there will all, once, you know, you'll sign for everything with one person. I mean, whether that works, sorry. I'll do it all yourself. I mean, whether that works or not, I'm like, because I'm a bit of a, you know, we have a separate management to our record label and a separate publisher, and I think there's got you like the management fights on our side for the label, and you know, I don't know, I've always a little bit wary of all those. They're called 360 deals. Yeah, you know, it happens a lot where it's even merchandise. It's every little thing under one roof, and I don't know. Obviously, I'm just being, you know, skeptical about it. But you know, I think you've got to have at least two different things, you know, so you don't get, you know, a separate manager to a label. I think the idea of a label doing publishing and merch and all that would be a good idea, but I think having a management separately from all that would be, is the ideal situation. Musik Flatrate. Ja. Eine clevere Sache. Ja, gehe ich auch von aus. Monat, was weiß ich was, 30 Euro im Monat halt und lädst irgendwie runter, wie du willst. Da diskutieren sie jetzt schon drüber. Was ich persönlich eine gute Sache finde, also würde ich mir auch irgendwie, würde ich mir anschaffen, ja, glaube ich schon. Also warum irgendwie ein Risiko eingehen, wenn denn auch denkmal gering ist, aber... Ist halt auch gefährlich, wie ist die Verteilung? Ja. Das ist so GEMA-ähnlich. Ja, der kleine Mann kriegt halt dann wieder auch nichts, weil es dann nur geschätzt wird, was er so kriegt, vermute ich. Also es ist ein schweres System, aber... Neue Dinge neben der GEMA vielleicht, ne? Flatrate kaufen. Ja. Die Labelstruktur wird sich weiter verändern, die Vertriebsstruktur wird sich mit Sicherheit verändern, es wird weniger, zahlenmäßig weniger physische Vertriebe geben. Es wird mehr Internetvertriebe geben, das heißt, die auch wirklich ihre Sachen als Datenstream verkaufen. Das ist völlig okay, grundsätzlich ist das, glaube ich, in sich kein Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Aber es gibt Details, die nicht unerheblich sind, dass man zum Beispiel weiter sich ein Cover downloaden kann, dass man sich vielleicht, es gibt diese niedlichen Kärtchen immer, diese Künstlerkärtchen, die man dazu bekommt, dass man irgendetwas in Händen hat. Denn wenn man das aufgibt, vermute ich, dass auch diese ganze physische Tonträgergeschichte den Bach runtergeht. Ne? Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir Musik mit etwas Greifbarem verbinden.
verbinden. Wenn uns das verloren geht, wenn es nur noch Datenstreams sind, dann hat wirklich keiner mehr das Gefühl dafür, dass das irgendeinen Wert hat. Ich denke, was heute verstärkt dazukommt, ist, dass wirklich viele junge Bands durchaus dabei sind, ein ziemlich professionelles Netzwerk um sich zu scharen. Es gibt auch beispielsweise, wo wir hier in Mannheim sind, an der Pop-Akademie, gibt es einen Studiengang Musikbusiness, da kommen einige raus, die in Richtung Management gehen. Aber es sind nicht nur die Leute, die das professionell machen, studieren, sondern viel mehr Leute um Bands drumherum, die sich tatsächlich netzwerkmäßig einbringen, Bands helfen und ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber dass du innerhalb der Band einen zentralen Ansprechpartner hast, der wirklich was reißt, der Kontakte pflegt, ganz klassisch, der immer am Ball ist und pünktlich auch bei den Proben, da kommt kein Weg dran vorbei. I think to download music it's going to be free. I think only the way how you make your money with making music is going to be a different way. And how that will be, that's hard to say. I think with the internet they're going to figure out some stuff how to pay the producers and the artists. And with Sena you have neighbor rights, you have of course. But I think to pay for music, I don't know if it's gonna be forever. Es werden neue Dinge gebraucht. Wenn ich neue Musik haben möchte, dann muss ich mich auch informieren können an einer möglichst guten zentralen Stelle, an die ich auch irgendwie Vertrauen habe, dass die Informationen was taugen. Was gibt es denn Neues? Was könnte mich interessieren? Denn es erscheint im Augenblick so unglaublich viel, dass da niemand mehr so richtig den Überblick hat. Und das sind die neuen Felder, die neuen multiplen Kanäle, die sich bilden können für verschiedene Subgenres. Da, wenn die Musikindustrie intelligent und flexibel wäre, würde sie sich, denke ich, eher wieder dahin umschauen. Was der Musikindustrie wahrscheinlich nicht gefallen wird, ist, dass sie zwangsläufig, also davon gehe ich auf jeden Fall ganz fest aus, nicht mehr eine so große führende Position in diesem ganzen Geschäftsfeld führen werden, sondern sie werden zwangsläufig mehr zu Dienstleistern, die sowohl auf der einen Seite diejenigen bedienen, die Musik und alle möglichen kreativen Werke haben wollen, als auch die gut bedienen müssen, die diese Werke anbieten können. Und diese so ein bisschen kaltschnäuzige Art, immer im Namen der Autoren zu sprechen, aber in Wirklichkeit nur das eigene Bankkonto zu meinen, da muss, glaube ich, ein großes Umdenken passieren. Diese neue Zeitrechnung, in die wir jetzt gerade reintauchen, der Musiker, es wird sehr, sehr viel verlangt vom Musiker, er muss sehr viel ackern, er muss hier MySpace, dort MySpace. Es sorgt ein bisschen dafür, dass auch, ich sage jetzt mal, auch so bestimmte Genies, die sich sie eher schüchterner oder nicht so mit breiter Brust gesegnet sind und auch nicht sich so gut produzieren können. Ich sage jetzt mal so Tom York von Radiohead oder vielleicht auch Elliot Smith oder vielleicht auch Rufus Wainwright. Das sind so stille Genies, die uns unfassbar gute Alben bestellt haben, aber wo irgendwann einer war, ein Label, wo der so seine schützende Hand über ihn gehalten hat und gesagt, Tom York, mach deine Platte. Mach hier, ich sorge dafür. Und du musst dir auch nicht MySpace-Seiten basteln. Du musst jetzt nicht. Mach dein Platt. Oder Elliot Smith. Da kam irgendwann auch eine große Plattenfirma und hat gesagt, Elliot, mach. So. Und das fehlt natürlich auch ein bisschen, weil ich glaube, und das ist eine große Gefahr, ich weiß nicht, das werden wir wahrscheinlich erst in 10, 20 Jahren wissen, ob das so ist. Dadurch, dass die Musikbranche so viel verlangt von dem Künstler, sind auch nicht alle dafür gemacht. Und diese ganzen stillen Genies, die schüchternen Genies, wo irgendeiner mal seine Hand drüber gehalten hat, die könnten abschmieren. Das finde ich bitter. In Rock the Biz haben wir eine Menge Leute interviewt, die Musik zu ihrem Beruf gemacht haben und professionell arbeiten. Sie halten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg und geben euch nun eine Menge Tipps und Tricks, die sie als wichtig erachten, um im Musikbusiness erfolgreich zu sein. Dieses Kapitel heißt Tipps. I think a big do is to be yourself in every way that you communicate and every way that you, unless you're an arsehole, don't be yourself then. The most important thing for me about making a career in music has been stop thinking about what everybody else wants you to make, because all the time you're thinking about that, all the time you're thinking about what is the next sound next year or what does an A&R person want to hear, you're never going to be making your best music.
I remember going to so many A&Rs and meetings and stuff like that, where they say things like, you know, I like it, it's just we need something a bit more unique, a bit more original. And then this was all before I sort of started doing Trouble Over Tokyo, and I just got to a point where I stopped and thought, well, you know what, I'm never ever going to be able to please anyone because they don't actually know what they want. And I stopped trying to please them, made something that I wanted to make, and suddenly these words unique were being thrown around, where A&Rs were suddenly saying, oh, we like this, so unique. And I think you can only get to a point where your music's unique if you're not trying to do anything for any reason other than making music. Viele andere Bands, die ich so beobachte, bei 90% aller Bands kann ich schon sagen, Jungs, ihr werdet scheitern, weil ihr nichts Neues bringt. Ihr bringt keine Innovationen, was soll der sozusagen, ja? Warum klingt ihr 2009 oder 2010, wieso müsst ihr klingen wie die Beatles? Warum müsst ihr klingen wie The Strokes oder wie Red Hot Chili Peppers? Oder warum versucht ihr hier Metallica nachzumachen? Es bringt nichts. Wer braucht das? Ne? Es kann nicht funktionieren. Meiner Meinung nach, nach meinen Beobachtungen hat das noch nie funktioniert, sondern jede Band hat eine neue Idee reingebracht. Aktuell Lady Gaga oder so, so eine gab es noch nicht. So eine Type und so. Es wird immer schwieriger, das zu unterscheiden. Man muss dann ein bisschen Auge für haben, sozusagen. Aber die bringt was Neues, genau wie Katy Perry und genau wie alle anderen, die hoch in den Charts sind. Also man sollte halt schon schauen, wenn man halt auf der Suche nach einem Label beispielsweise ist, um eben vielleicht seine Musik breiter eben zugänglich zu machen oder in den Markt reinzugehen, eben sich die Verträge sehr genau anzuschauen und eben auch zu gucken, dass man eben auch nicht zu kurz kommt. Also es gibt halt viele Labels, sag ich mal, da landet man als Karteileiche irgendwo dann in der Schublade und da hat man dann auch nicht so wahnsinnig viel davon. Man kann sich sicherlich verhageln. Mit einer breiten Streuung meine ich jetzt oder möchte ich auch nicht unbedingt jeden darauf ansprechen, dass er versuchen sollte, möglichst jede Social-Network-Seite abzuarbeiten und möglichst täglich auf jeder Seite auch neue Inhalte zu posten. Das ist sicherlich wichtig. Aber auch hier sollte man, wie auch im Live-Geschäft oder auch überall, auch im damaligen Traditionsgeschäft, sollte man natürlich filtern. Ne? Welche Seiten sind für mich wichtig? Mit welchen Seiten kann ich wirklich mein Potenzial gebündelt an meine Zielgruppe, an meine Fans weitergeben? Welche Seiten machen für mich den meisten Sinn und welche Inhalte muss ich posten, welche Inhalte poste ich nicht? Also ich bin absolut der Überzeugung, dass es wichtiger ist, drei Seiten gut abzuarbeiten und drei Seiten professionell abzuarbeiten, als 20 nur halbherzig zu pflegen. Also das ist Fakt. Das ist natürlich was, was viele Bands am Anfang erstmal, juhu, ich lege jetzt los und ich lege jetzt auf jeder Seite, wo es mir möglich ist, ein Profil an und stelle in einem halben Jahr fest, dass dort noch die Bilder von vor einem halben Jahr sind. Also sowas geht natürlich nicht. Das ist falsch, das sollte auch niemand machen. Das merkt auch der Fan. Von daher wirklich gezielt filtern und gezielt schauen, mich auch gerne mal informieren, was für Bands nutzen welche Seiten, was für etablierte Bands meinetwegen nutzen welche Seiten und natürlich auch einfach up to date halten, ganz ganz wichtig. You don't need all the hardware that you used, you know. You can do it with a good computer like a PC or a Mac. You can use programs like Cubase or Logic, and you have a lot of quality software plugins which are good. But you must know what you're doing. And that's the point that the new producers, when they make music, they not really know anything about sound designing, because that's what you're doing. You create your own sound, don't use a preset, but you create your own sound. And that's difficult to get in, you know. But when you're creating your own sound and you layer your own sound, you make your own body, you know. It's like, yeah, making a sculpture or something, you know. You must learn. Some people want to go too fast, you know. Sei kein Arschloch, weil alles kann auf dich zurückkommen. Das habe ich von Markus Wiebusch gelernt. Also immer irgendwie so, mach dein Ding, aber irgendwie tritt nicht nach unten, buckel nicht nach oben so, mach einfach so, worauf du Bock hast. Versuch irgendwie eine Base um dich zu scharen, so irgendwie nicht irgendwie so denken, so okay, ich muss jetzt mein Ego durchziehen, alles was nebenbei passiert, ist irgendwie scheiße so. Ich glaube irgendwie, wie ich halt auch schon gesagt habe, das soziale Netzwerk, das macht es so, wenn du mit coolen Leuten unterwegs bist und nach außen cool rüberkommst. Ich meine, cool hört sich jetzt abgegriffen an, aber es ist halt einfach so. Ich glaube, du musst einfach sympathisch sein und einfach nicht irgendwie denken, so, okay, wir müssen jetzt irgendwie schnell den Fame abgreifen und so möglichst schnell groß werden, so, schön an der Geschichte arbeiten, so, sich Gedanken machen, was man für eine Vision hat, so, wie man die Leute erreichen will, gute Texte machen, gute Beats schrauben, fertig ist. I'd say, just if you've got an idea, like, you know, get it recorded, get it down, you can do it
on your own, you don't need a fancy studio to do it. You know, you can just do it on a laptop with GarageBand or Logic or something. And, you know, for a couple of hundred quid, you can do something that's decent on a computer these days. Yeah. Get it on MySpace, get it on Facebook, any of those social networking type things, and befriend everyone and do as many gigs as you can. If you're in a position where you can do it live, you know, be good at doing it live, but go and take everything that you can do, because that's all we did. We took every single gig we could get our hands on, and we never turned anything down. We just, if we could physically get there, we went and did it. No-Gos finde ich außerdem, dass wenn man sich ernsthaft bemüht um eine Karriere, weil man wirklich was hat, weil man was zu sagen hat, weil man was in sich hat und das wirklich, wirklich will, dass das ganz, ganz viele Leute fühlen, dann sollte man so viel Initiative aufbringen, dass man halt so ein paar Rahmendaten des Internets nutzt, damit das jeder hören kann, immer, überall. Das spricht Stichwort MySpace. Man kann MySpace jetzt kritisieren, aber wenigstens eine gute Seite haben, also eine amtliche Seite, dass das halt gut ist. Das muss man investieren. Das ist einfach auch ein absolutes Muss. Ja, und die Ghosts sind natürlich die Einsatz und Willen. Also es geht leider nicht anders. Ja, und wenn sich Leute dann zusammengefunden haben, dann die Band als Einheit präsentieren, also irgendwie ein Image haben, aber kein Image irgendwie aufbauen, künstlich aufbauen. Einfach gucken, wer sind wir, was sind wir, so wollen wir uns verkaufen. Und daneben arbeiten, dranbleiben. Internet, alles Mögliche dranbleiben und versuchen, irgendwie einen Weg zu finden, eine klare Linie zu verfolgen. Today, just go for it. The door is wide open. So there is no reason to censor yourself, because anything can basically, there is room for everything. It don't follow the fashion. Try to develop your own style. Don't do as everybody. MySpace. Man muss wissen, was ein Vertrieb ist. Man muss wissen, wie Promotion funktioniert. Man muss wissen, wie ein Label funktioniert. Man muss den Unterschied beispielsweise zwischen Labelcode und Bestellnummer kennen. Also es ist ganz simpel. Es gibt immer wieder Probleme. Man muss sich auf gut Deutsch gesagt einfach ein bisschen mit dem Business auskennen. Also diese Ahnung, diese strukturelle Ahnung, will ich es mal nennen, die fehlt vielen Musikern. Und das ist unbedingt etwas, was man sich aneignen sollte. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, es gibt immer wieder solche Workshops, und von unterschiedlichsten Anbietern da angeboten werden. Und die kann man mal besuchen. Da soll man mal 50 Euro investieren. Ich glaube, da ist den meisten Bands schon oder den meisten Künstlern schon echt geholfen. Ich denke, man muss sich einfach grundsätzlich der Philosophie, die man entwickelt, und dann jede Band hat ja irgendeine Vorstellung auch, wie sie von den Fans oder anderen Medien oder so da wahrgenommen werden möchte. Und diesem Bild sollte man versuchen, in allen möglichen Bereichen auch gerecht zu werden, sowohl auf der Bühne als auch im Online-Bereich, auch in anderen Medien. Und dann gehört einfach dann auch eine gesunde Distanzierungsfähigkeit dazu, dass man einfach auch mal selbst reflektiert. Fühle ich mich eigentlich wohl mit dem Image, welches draußen über mich kursiert, und sich vielleicht nicht zu sehr an den 1000 Fan-Ads beziehungsweise Feedback-Möglichkeiten, die jetzt über so große Online-Medien ermöglicht werden, sondern dass man wirklich auch nachhaltig versucht, irgendeine Feedback-Funktion aufzubauen, die aus Freunden besteht, die auch wirklich auch oder aus engen Bekannten, mit denen man wirklich auch vertrauen kann, vielleicht sogar aus dem einen oder anderen Redakteur aus dem Umfeld, wo man auch sagen kann, okay, das ist tatsächlich das Bild, welches draußen transportiert wird, und dem entsprechen wir oder müssen eventuell was an uns ändern. Also, wenn es so ungefähr deine Frage beantwortet. Also ich habe auch zum Beispiel Bands empfohlen, dass es nicht unbedingt immer direkt, es muss nicht immer die Musikpresse sein. Ja? Es kann ja auch sein, dass meine Zielgruppe irgendein ganz besonderes Medium nutzt, wo jetzt nicht direkt Musik in Verbindung gebracht wird. Aber ich weiß, dass die so irgendwie vom Lifestyle in meine Musikrichtung oder in das passen, was ich eigentlich draußen repräsentiere, und auch vielleicht auch mal so Umwege gehe. Und insbesondere Umwege, auf denen ich nicht allzu viele andere Bands treffe. Ja, dann hat man vielleicht so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal und kann seine Messages und seine Musik dementsprechend platzieren. Aber da muss ich auch wiederum sagen, geht es vielleicht, das wäre so ein Schwellenbereich, wo ich sage, das muss nicht unbedingt an jeder Band heutzutage oder in jedem Nachwuchsband zumutbar sein. Ab einer gewissen Ebene sollte man sich dann vielleicht auch echt ein Management oder einen Mediaberater suchen, der die Kontakte hat und weiß, welche Zielgruppe hinter welchem Medium steckt. Das kann man einfach nicht von jedem erwarten. Man sollte versuchen, dass man
wenn man mit Medien arbeitet, sich auch wirklich immer die relevantesten aus einem bestimmten Segment rauspickt. Und jetzt, ich zeige jetzt mal ein Beispiel in Form von TV. Also wenn ich RTL als Hauptsponsor habe, dann sollte ich nicht noch einen Tag später bei Pro7 anrufen und dann beide aufs Plakat klatschen. Also man muss innerhalb bestimmter Mediengattungen sich dann schon für den Partner seiner Wahl auch wirklich entscheiden und das auch begründen können. Also No-Gos sind erstmal alle Talentwettbewerbe jeglicher Art. das ist, man sollte sich nicht in diese Mühle reinbegeben. Das ist einfach eine totale Schrottvorstellung. Also dass man sich in jüngsten Jahren schon, ich sag jetzt mal, so den Juries oder irgendwie dem zahlenden Volk da aussetzt, finde ich Quatsch. I think anybody would be starting off doing music, like releasing on their own or doing stuff on the internet or MySpace, I have to lower their expectations of like what Danny, you know, just going off what Danny says about the what you call success. You know what I mean? Because I think everybody in any band, in any situation, even like from like low to mid-level bands like us to bands like the Kaiser Chiefs and stuff, everybody's expectations are lower now. Yeah. The whole music business has changed. You know, so anybody who's starting off, you're not gonna be a superstar. You're not gonna get a load of money. You know what I mean? Those days are gone. But yeah, you can make a living off it. You know. Ich reise in heute und das haben wir